Herzlich willkommen, meine Freunde, zum Barello-Interview. Ein Video, was ich mir schon seit ungefähr 2 Wochen anschauen wollte. Und ich habe mich immer gedrückt, weil es 56 Minuten und 49 Sekunden lang geht. Aber diesmal ist es soweit. Barello packt aus. Fake dies, fake das, fake überhaupt. Live-Matches so und so. Wir haben hier Mo Moody mit einem... Bruder, ich weiß gar nicht, wie er die Connections hat, dass er immer die Leute ranholt für Interviews. Aber sehr, sehr strong. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Video. Ich werde alles beantworten und alles real, Alter. Ja, okay. Also, guck mal, Freunde, ich dachte Also, ich bin jemand, der ihn ja sehr oft kritisiert hat, ne? Und ich fand es für wichtig, vielleicht mal, er hat sich irgendwie noch nie krass dazu geäußert, außer so ein bisschen im Lächerlichen. Aber heute wollte ich mal, dass er sich so komplett ehrlich und ernsthaft so zu allem äußert. Und hätte ich aber auch nicht gedacht, dass Barello das macht, dass er sich einfach reinsetzt und halt real talks sich mit der ganzen Kritik auseinandersetzt. Wo es jetzt nicht auf TikTok ist, wo er jetzt nicht direkt davon profitiert. Deswegen habe ich ihn reingeholt und halt, er hat zugesagt, er hatte Lust drauf. Ah, immerhin. Weil er zu mir gesagt hat, dass er selber so einige Dinge bereut. Und ich wollte mal schauen, halt, so, weißt du, meine? Wie kamst du auf erstmal TikTok? Erstmal so, was einfach ist, okay? Wie kamst du auf TikTok eigentlich? Wie kamst du dazu, dass du dir gesagt hast, komm, ich mache jetzt TikTok? Boah, Gänsehaut, sehr gute Frage. Bleib mal jetzt ernst, Digga. Nein, ernst, oder ernst. Wie ich auf TikTok kam, ne? Also, ich bin ehrlich, ich habe gesehen und so, viele reden über TikTok, dies und das, YouTube und so, ne? Dann haben viele geschrieben auch unter Kommentaren, so, ne? Ich hoffe, es landet nicht auf TikTok. Ich hoffe nicht dies, ich hoffe nicht das. Irgendwann, man bekommt halt mit und so, ne? Ist neue App und so, ne? Ich habe runtergeladen, ich sehe Videos und so, boah, der geht viral, dies und das. Dann dachte ich mir, okay, interessant, ich gucke als App und dann. So, habe ich heruntergeladen halt, ne? Also du wolltest auch ein bisschen so fame, Dings, oder? Um ehrlich zu sein, am Anfang nicht mein Ziel und so, ne? Also ich dachte, ich habe nur heruntergeladen und so, ne? Bruder, ich hab ganz vergessen, dass Barello sich schwer tut, einzelne Sätze zu, auszuformulieren, ähnlich wie ich. Ich hab gedacht, ich hab runtergeladen. Ich hatte nur Instagram und so früher. Dann halt habe ich gesehen und dann... Ja. Also Barello habe ich das erste Mal, by the way, mitbekommen, da war es schon viel zu spät, da hat es schon gegeben. Das erste Mal, by the way, wo ich was von Barello gehört habe, war auf Momoodys Kanal. Da hieß es irgendwie so, yo, es geht, ihr habt das sicherlich mitbekommen, es geht um Barello und es geht um seine Fake-Abschiebung. Das war nämlich das Ding. Und da habe ich mir damals gedacht, hey, Barello, keine Ahnung, noch nie was davon gehört. Davon vor allem, noch nie was von ihm gehört. Aber ganz, ganz krasser Fall, ganz, ganz krasser Fall. Schwierig hinzuzuhören. Ich bin mal gespannt, ob er sich bessert oder ob das hier nur so ein Joke ist. Ich habe nicht wirklich viel Barello-Content konsumiert bis jetzt, aber 4 Minuten davon sind schon gar nicht mal so ohne. Da hatte ich halt. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo er wirklich Aufmerksamkeit viel bekommen hat. Weil er ist der Untertitel. Weil er ist damit bekannt geworden, dass er, oder er hat das erste Mal so sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dass er tatsächlich gefaked hat, dass er Krebs hat. Sollen wir direkt knallhart werden? Ich glaube, das war das erste Mal. Wieso hast du sofort Krebs gefaked? Wie kam es also, dass du dir dachtest, ey, ich muss es so sagen, dass du dir dachtest, ey, ich bin jetzt so ehrenlos und tue jetzt einfach so, als hätte ich Krebs. Und schreibt dann so Sachen wie, ja, bei 100.000 Followern geht's mir so. Das ist ja so. Das hat ja sowieso keine Hand und Fuß, du weißt. Ich meine, du kannst ja nicht irgendwie so sagen, so mäßig, ich weiß. Ne? Ich weiß, was du meinst, aber ich habe nicht gesagt, bei 100.000 geht's mir besser. Guck mal, aber fang, ne? Hab ich Video gedreht? Ich habe was anderes gesagt und so, ne? Ich habe Aggressionsprobleme. Dann habe ich was anderes gesagt. Dann am Ende habe ich gesagt, ich habe alles 5. Ich habe Aggressionsprobleme, ich habe dies, ich habe das. Verstehst du, was ich meine? Und irgendwann, wenn du eine Lächeln machst, ne? Am Anfang habe ich Video gemacht, ich habe Aggressionsprobleme und ich leide wegen dies. Dann habe ich was anderes gemacht. Dann 5 habe ich komplett übertrieben, ne? Dann dachte ich mir, ist vorbei und so, ne? Dann hatte ich Glatze. Dann dachte ich mir, okay, ich probiere mal und so, ne? Weil ich bin ein bisschen so eingeschränkt, ne? Ich habe nicht gedacht, so. Boah, Mensch, wenn sagt, er hat das vorgetäuscht, er hat dies und das. Ich dachte mir, okay, ist ein Fehler und so. Die Schauspieler machen auch so, ne? Also, wie ich gedacht habe und so, ne? Okay, er hat damals schon gedacht, ey, ich mach das jetzt. Das ist zwar ein Fehler, aber ich bin ja eh irgendwie eingeschränkt. Erstens, komische Aussage und zweitens so, yo, ich dachte mir, ich mach jetzt einfach einen Fehler. Das Ding ist, wenn jemand einen Fehler macht, dann checkt er das meistens erst im Nachhinein, dass es halt ein Fehler war oder dass es besser anders gewesen wäre und nicht schon im Vorhinein so, yo, ich mache jetzt einen Fehler. Und dann ist ja kein Fehler, dann ist vorsätzlich ein, was ist es dann? Keine Ahnung, vorsätzlich bescheißen. Irgendwann natürlich habe ich gecheckt,
boah, weil ich ticke nicht richtig und so, ne? Ich merke Sachen erst später und so, ne? Dann habe ich gecheckt, boah, es gibt Menschen wirklich, die haben jemanden verloren und so durch diese Krankheit und so, ne? Dann dachte ich mir, das wirklich geht nicht und so, ne? Was ich gemacht habe. Aber dann, wenn du eine Sache gemacht hast, kannst du eh nicht rückgängig machen, ne? Dann denkst du dir so, ist eh gemacht worden, lieber einfach die Fresse halten und nicht so diese Mitleidsschiene suchen, so Leute, tut mir leid, verstehst du, was ich meine? Weil die Leute werden eh nicht. Ich so, Auto so, Unfall. Schwör bei Gott. Ich will mich nicht darüber lustig machen, wie er redet. Nur ich bin mir sicher, dass er tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das eine aufgesetzte Art ist oder nicht. Ich bild mir ein, ich habe Barello schon deutlich klarer reden gehört. Ich weiß aber nicht, ob das nur so aus meiner Erinnerung kommt oder nicht. Aber ja, ich sag dir ehrlich, selbst wenn er sich perfekt hier crystal clear artikulieren würde, Freunde, wir gehen jetzt mal davon aus, also darüber, das ist nicht das, worüber ich mich lustig machen will, wenn er sich hier crispy clean artikulieren würde, dann hätte dieser Mensch gesagt, hey, passt mal auf, ich habe hier vorsätzlich einen Fehler gemacht und habe mir dann gedacht, naja, jetzt ist es auch schon egal, jetzt kannst du nichts mehr dagegen tun, deswegen habe ich alle anderen Sachen auch gleich gefaked. Das ist eine heftige Ansage. Das ist eine Ansage von wegen so, yo, es war dann im Endeffekt eh schon mein Ruf im Arsch. Deswegen habe ich einfach durchgezogen und habe einfach immer und immer mehr gemacht, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt ist auch schon wurscht. Das ist die Aussage dahinter. Ich Mitleid haben und so. Da dachte ich mir, ich habe es gemacht, leider. In diesem Moment, ne, war ich auch viel jünger. Oh, das halt, ne? Und ich bin immer noch eingeschränkt. Genau. So. Du weißt also, nur, was genau. Ich mache, alles. Also, dazu kommen wir gleich zu diesen Fehler entschuldigen und so, aber. Du hast es angefangen mit, du hast dir diese Symptome rausgesucht, was man hat, wenn man Krebs hat, ne? So, dass man sagt, also wenn man Krebs hat, hat man ja auch irgendwie, soweit ich weiß, irgendwie Aggressionsprobleme oder du hast ja andere Symptome genannt, ne? Und du hast irgendwie, nicht, also... Nicht, dass ich wüsste, dass man diese alles hat, ne? Ich habe so am Anfang was anderes gesagt und so, ne? Aber da später dachte ich mir, komm, ich übertreibe noch mehr, weil ich war alleine immer, ne? Keine Arbeit, nichts, kein Geld verdient, nichts so, ne? Zu Hause geblieben, ich hatte Liebeskummer und da dachte ich so, durch Mitleid und so, wegen, weil ich habe früher, um ehrlich zu sein, ne? Oh, ein Mädchen geliebt und ich bin krank im Kopf, ne? Ich bin blöd, ne? Ich dachte mir, vielleicht kommen sie so zurück, also, wenn ich sowas mache. Was? Ey, Mr. Carrot, dankeschön für die 510 Subs, für die 510 Bits. Bruder, der Typ hat geglaubt, dass wenn er auf TikTok fake, dass er eine Krankheit hat, kommt seine Ex-Freundin zurück. Und dann was? Das ist Schritt 1. Yo, sie sieht das, hat dann Mitleid mit dir, kommt dann wieder zurück zu dir. Okay, Schritt 1. Dann sagst du ihr, ja, das war eigentlich nur gespielt. Und dann ist Schritt 2, sie bleibt immer noch bei dir, oder was? Ach und so. Guck mal, das Ding ist, dass du so eingeschränkt bist, finde ich jetzt nicht. Ich weiß, das sagen viele, aber eigentlich bin ich der Meinung schon, dass du schon weißt, was du machst. In dem Sinne, verstehst du? Safe. Und du sagst jetzt also, du hast es damals gemacht, weil du einfach Mitleid haben wolltest, oder was wolltest du damit sagen? Bruder, deswegen, wenn ich sage, nur Mitleid, wozu du kannst ja sagen, was du dir dachtest. Du kannst, also du hast angefangen. Ja. Du hattest das Ziel, Krebs zu faken, so, ne? Du wolltest dafür auf jeden Fall Aufmerksamkeit, weil, guck mal, du hast zwar vielleicht so ungefähr geschrieben, ja, bei 100.000 geht's mir besser, aber du hast gesagt, ja, bevor ich sterbe, will ich noch die 100.000 erreichen. Das ist ja das Gleiche irgendwie. Das ist sogar ein bisschen schlimmer, so, weißt du, ich meine. Und ja, aber guck mal, wäre das nur für, zum Beispiel, weil viele sagen, so, deswegen bist du fame. Hättest du zum Beispiel du oder keine Ahnung, wer das gepostet hat und so, ne? Hätte keiner gewusst, weil meine Reichweite kam nicht durch diese, ne? Weil dieser Account hat dich komplett gelöscht. Aber darum geht's gerade gar nicht, dass du deswegen Fan geworden bist. Also das ist jetzt egal, so, ob du dadurch Fan geworden bist oder nicht. Aber es geht darum halt so, wieso hast du es gemacht, ne? Was war so deine Absicht, was war dein Ziel? Also du hast es gerade gesagt, ich du wolltest... Ich weiß nicht, das ist ja die Sache. Ich weiß nicht, was mein Ziel war. Nur ich... Einmal, stell dir vor, du bist alleine, Bruder. Hast nichts. Chips einfach zu Hause so. Immer liegen, traurig, jemand hat dein Herz gebrochen. Hatte ich auch schon. Entweder denkst du, soll ich Selbstmord machen? Soll ich dies? Soll ich das machen? Auf verschiedene Gedanken, ne? Also ja. Ich weiß nicht, wie du denkst, also wie ich denke und so, ne? Manchmal, ne, überlege ich auch Selbstmord zu machen, ne? Weil ich bin dumm. Voila. Also, ich lag so im Bett, ne? Aber nicht hier an der Wohnung halt, ne? Ich lag im Bett, ich war traurig, dies, das, ne? Nur wegen deinem Mädchen, ne? Um ehrlich zu sein. Früher. Und dann halt dachte ich mir, oh, ein bisschen so Fame-Geil halt, ne? Ich dachte mir, sie wird das sehen irgendwann, ne? Sie also du wolltest, auch, was Fakt ist, also was hundertprozentiger Fakt ist, du wolltest auf jeden Fall Follower machen. Das ist das Dings, was 100% steht. Ne? Du wolltest auf jeden Fall Follower machen, ne? Nicht Follower, sondern auch das...
paar Personen das so mitkriegen, so, ne? Ja, es so war nicht. Aber dann irgendwann. Ja, wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall. Er wollte möglichst schnell Fame werden, unter Anführungszeichen. Beziehungsweise er wollte nicht Fame werden, sondern er wollte, dass Leute in seinem Umfeld sehen, wie schlecht es ihm geht. Deswegen hat er halt solche Sachen gefaked. Trauriger Ruhm, den er da hat. Vor allem halt, wann war dann der Zeitpunkt, wo er angefangen hat, wo er dann geswitcht hat zwischen, yo, ich möchte jetzt, dass meine Ex-Freundin das sieht, damit sie wieder zu mir zurückkommt, weil ich habe Liebeskummer, und yo, ich gehe jetzt jeden Tag live auf TikTok und mache Live-Matches und fake irgendwelche anderen Sachen noch was, damit ich die ganze Zeit im Gespräch bleibe und lege mich mit irgendwelchen Clans oder Großfamilien oder was weiß ich was an. Weiß nicht, was der Typ alles schon hinter sich hatte. Follower, und du wolltest Menschen das sehen. Also was du jetzt sagst, ist, dass du dachtest, ey, sie wird das sehen und sich denken, scheiße oder so, ich habe jetzt voll viele Follower, oder was meinst du das? Nein, nicht, ich habe viele Follower, sondern dass sie sehen so, boah, der Arme, ich habe ihn verlassen. Und da dachte ich mir später. Ah, also meinst du jetzt, du wolltest, dass sie denkt, dass du Krebs hast und deswegen du ihre Aufmerksamkeit wieder bekommst, oder was meinst du? Es ist traurig zu sagen sogar, ja. Okay. Okay, aber dann ist halt wirklich original Schritt 1, faken. Schritt 2, sie kommt zu dir zurück. Und Schritt 3, sie geht wieder, weil, also erstens, als ob du dann mit jemandem zusammenkommst aufgrund von Mitleid oder aufgrund dessen, dass er dann eine Krankheit hat. Und zweitens so, also maybe, selbst wenn das halt passiert, was machst du halt dann? Sagst du dann, yo, ich bin jetzt hier beim Arzt und ich mache jetzt hier eine Therapie und sowas und das ist, keine Ahnung, und dann bin ich gesund und dann in der Hoffnung, dass sie halt für immer so bei dir bleibt und sowas. Ich weiß halt nicht, Bruder, wenn das halt so, ich verstehe schon, du machst viele, viele dumme Dinge, angenommen, er sagt jetzt hier die Wahrheit, das rechtfertigt absolut gar nicht, das ist eine absolut ekelhafte Aktion, die er getan hat. Ich versuche nur zu verstehen, was dann der Gedanke dahinter war. Willst du, dass eine andere Person mit dir zusammen ist, aufgrund von erstens Mitleid und zweitens von einer kompletten inszenierten Geschichte, die ja da nicht stimmt? Das ist nicht schlecht. Ich kann sogar, wenn ich jetzt ja sagen und so, finde ich das traurig gerade. Wallah. Ja, das ist traurig, Digga. Vor allem, guck mal, was viel trauriger ist, dass man halt auch so eine Sache, ne, wo Menschen dran sterben, das weißt du selber, so benutzt hat, so missbraucht hat, um halt, ja, seine, so, das ist egoistisch, um seine Dinge zu erreichen, weißt du, ich meine, und so, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, du wolltest auf jeden Fall schon ein bisschen Follower machen und du wolltest halt jetzt die Aufmerksamkeit von ihr haben, aber du hast auch gesagt, dass du so zu dem Zeitpunkt nicht nachgedacht hast, ne, und ja. Dann diese Fehler gemacht hast. Dann beantworte mir die Frage, wieso du dann, also wenn du das so aus einem Fehler her gemacht hast, ne? Das war überhaupt das Beste. Wieso hast du dann irgendwie... Ich kann mich erinnern, der hat ja damals Videos gedreht. Genau, safe. Der hat ein Video gepostet, wo er sagt, yo, ich werde abgeschoben. Und dann hat er als Beweis ein Abschiebungsdokument oder so ein polizeiliches Dokument quasi gepostet. Und das war das Erste, was du bei Google Bilder findest, wenn du irgendwie eingibst Abschiebungsantrag oder so. Er hat 1:1 das gepostet, nur hat er irgendwelche Sachen zensiert oder so. Und hat dann geglaubt, das fällt keinem auf. Bisschen später dann Abschiebung gefaked. Ist er genauso ekelhaft? Ich bin dir ehrlich. Diese Abschiebungssachen so, ne? Hm. Ich persönlich. Stimmt, er hat das vor kurzem nochmal gefaked. Ja. Irgendwas war da. Ist ja nicht so, dass ich Papiere habe und so, ne? Und ist ja nicht so, dass keiner aus meiner Familie Abschiebung bekommen hat und so, ne? Hm. Für manche ist das viel zu hart und so, ne? Natürlich sollte man trotzdem nicht faken. Vor allem, weil deine Familie keine Papiere hat und sogar gefährdet ist. Das ist ja das Ding. Aber das ist ja das Ding, guck mal, ne? Und weißt du, was ich mir dachte? Wenn ich das mache und so, ne? Weil ich habe das nicht alleine gemacht, ne? Du weißt, oh, ein paar andere TikTokern und so haben Videos gedreht. Und jeder wusste davon. Und ich bin davon ausgegangen, ne? Wenn ich Petition mache oder wie man das nennt. Ah, ich weiß sogar noch. Die haben sogar zwei TikToker geholfen. Einmal dieser Armin, glaube ich. Ich weiß sogar noch, wer. Und dieses Mädchen, diese Firest oder wie die heißt, ne? Ich weiß genau, wer das war. Genau. Weil, ist ja nicht so, dass es komplett fake war, dass komplett, dieses Zettel war fake und so, ne? Aber ja, ist ja nicht so, dass ich, ja, natürlich war das fake. Aber ist ja nicht so, dass ich Papiere hatte und die Leute angelogen habe. Aber ich habe wirklich keine Papiere. Und ich dachte, ich habe mit denen geredet, wenn das funktioniert und so, dann bekomme ich Papiere und so, ne? Weil ich hatte wirklich keine Papiere. Was? Bruder, er faked
dass er Krebs hat, in der Hoffnung, dass seine Ex-Freundin zu ihm zurückkommt. Und dann faked er eine Abschiebung in der Hoffnung, dass er Papiere bekommt. Dass er und seine Familie dann Papiere bekommen. Dass irgendjemand dann sieht, yo, ah, da gibt's ja diesen TikToker und der wurde gerade eben abgeschoben, den kontaktieren wir erstmal und schauen, dass wir ihm Papiere geben. Das macht null Sinn, Bruder. Das Real Talk. Der muss doch trollen. Das kann nicht in diesem kleinen Köpfchen da, kann sich nicht dieser Gedanke formuliert haben, yo, vielleicht soll ich eine Abschiebung faken, damit ich in Deutschland bleiben darf. Warte, guck mal, du sagst jetzt, du hast es gefaked, damit du Papiere bekommst, damit, also, das... Bruder, was heißt für dich, guck mal, für dich ist das gefaked, ne? Zettel ist gefaked. Ja, der war von Google. Die Abschiebung ist gefaked. Die Sache, was da ist, Zettel ist gefaked und so, ne? Aber es... Imagine, ich würde das jetzt machen. Ich würde jetzt ein Video posten, yo, ich werde abgeschoben. Ich, der Kaiser, werde abgeschoben. Dann kann ich auch sagen, naja, ist ja nicht gefaked. Ich heiße ja Kaiser. So, also das ist ja real. Klar, die Abschiebung ist fake, aber ich heiße ja Kaiser. Also es ist jetzt nicht gefaked. Das ist original das, was er hier damit sagt. Ist denn an sich nichts dran, dass ich immer noch keine Papiere habe und das mir helfen würde und so zum Beispiel. Aber wer hat dich denn verarscht, dass dir das helfen würde? Oh, ich habe mitbekommen und so, mit Petitionen und so, kriegt man Papiere und nee, so, ne? Es müssen nur das Schiffe kommen. Nein, also, Digga, ich entscheide das richtig, ich weiß gar nicht genau, sorry, wenn das... Nee, ich kenne wirklich mal Leute und so, aus oh. Zeitungen und so kamen die, man muss wirklich mit unterschriften und so. Ja, aber guck mal, also ich bin mir unsicher, aber ich habe mich damals sogar informiert und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das gerade so Richter oder entscheiden, also falls ich das gar nicht weiß, sorry so, ne, ich weiß nicht alles, aber kein Richter oder so wird sich denken, oh, der hat jetzt 10.000 Follower und der hat Dings, den werden wir nicht abschieben, das geht nicht, Digga. Als nächstes kommt, der hat die zweite Abschiebung gefaked, damit er den Klimabonus ausbezahlt bekommt. Also wenn du keine Papiere hast, wegen gewissen Gründen so, da hast du sie halt nicht. Aber ist ja nicht so, dass komplett fake war, okay, diese Zettel war fake, versuch mich zu verstehen. Die Abschiebung war fake. Ja. Aber an meiner Situation ändert sich nichts dran, dass die Wahrheit entspricht. Der Wahrheit entspricht. Verstehst du, was ich meine? Ja, es kann ja gut sein, dass du vielleicht gefährdet bist, abgeschoben zu werden, aber ändert ja trotzdem nichts daran, dass man so. Also, ich weiß nicht, du hast es ja auch viel, musst du auch zugeben, für Follower und so ausgenutzt, weißt du, ich meine? So. Und. Nee, natürlich hat das auf Follower gebracht und so, ne? Soll ich jetzt nicht anlügen und sagen. By the way, diese Missing Frames, wenn hin und wieder mal so ein Green. Screen da kommt oder sowas, das ist in dem Video, da kann ich leider nichts dafür. Stimmt, ja, natürlich hat das auch Follower gebracht und so, ne? Ja, und überlegt. Genau, diese Mitleidsschiene ein bisschen, natürlich. Es ist fake, also, aber es entspricht der Wahrheit, nichts, ja, ja. Dein Statement hat... Willst du mich jetzt runtermachen wegen meinen Sinn? Nein! Das ist keine Runtermachen, einfach, ich will einfach nur hinterfragen, weißt du, ich meine? So? Ja, ja, frag alles, wallah. Okay, wir machen weiter. Also dein Statement jetzt dazu ist, ey, ich dachte, ich würde durch eine Petition... vielleicht an Papiere kommen und deswegen hast du es gemacht. Und halt wegen Follower. Das ist dein Statement? Ja, ist auch Wahrheit. Soll ich jetzt lügen, damit ja? Ich besser rüberkomme? Nee, du sollst ehrlich, Ich weiß nicht, was er hätte sagen können, damit er besser rübergekommen wäre. Ich glaube, wenn er gesagt hätte, yo, ich bin schlafgewandelt, bin aufgewacht und dann habe ich das gemacht, dann wäre das besser gewesen als das. Nicht sein. Du wurdest ja trotzdem nicht abgeschoben, so weißt du, ich meine, und hast du dir aber trotzdem nicht dabei... Na, jetzt überleg mal warum, weil der Plan aufgegangen ist. Ich habe gedacht so, okay, ich missbrauche das gerade ein bisschen, um, also, ist ja ein ernsthaftes Problem, so verstehst du? Also meinst du mal einfach ein sehr, sehr dummer Fehler, ne, den du bereut hast? Natürlich, ja, sowieso. Ja, und warum hast du das vor kurzem nochmal gemacht? Jetzt habe ich dich. Sehr gute Frage. Okay. Zweite Abschiebung, Friends. Was ist der Grund? Da muss er selber lachen. Da muss er selber schmunzeln, Alter. Nein, guck mal. Sehr gute Frage. Ja, sag mal, warum hast du vor kurzem nochmal gemacht? Du hast vor kurzem wieder Abschiebung gefaked. Ja? Guck mal, sagen wir mal. Ganz, stopp, warte. Und jetzt sag nicht, die anderen haben gesagt. Du weißt selber, nein. Du hast mitgespielt. Du hast dich tot, also so, als wärst du nicht da. Natürlich habe ich mitgespielt. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, ja, aber ich wusste nicht, was kann ich dafür, wenn die anderen da sagen. Weil ich habe den anderen auch gesagt, macht so mit. Ah, also haben, weiß, die, haben die anderen... Okay, also er hat, gut, er wurde nicht manipuliert, dass er das noch einmal macht, sondern er hat die anderen engagiert, dass sie da mitmachen. Mitgespielt. Natürlich. Wieso? Hast du dir gedacht, ey, ich nutze es jetzt einfach aus und mach's wieder? Weil Menschen, egal wie oft Sachen bereuen, Menschen wiederholen sich die Fehler. Auch wenn man nicht möchte. Ich möchte zum Beispiel, ich distanziere mich komplett von sowas. Komplett. Mm. Und inshallah kommt nie wieder sowas vor und so. Ihr bist so ein Bo.
Bullshit. So ein Bullshit habe ich lange nicht mehr gehört. Ey, Bruder, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mir damals gedacht, yo, ich mache jetzt einen Fehler. Manche Schauspieler machen Fehler und bereuen es dann. Und ich habe mir gedacht, yo, ich mache jetzt einen Fehler. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich noch einen Fehler gemacht, weil Fehler wiederholen sich. Na sicher wiederholen sich Fehler, wenn du das vorsätzlich machst. Dann sind es aber auch keine Fehler mehr. So, ne? Aber 100%, nur der Tod ist sicher. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht... Was? Was? Bruder, er schwört, dass es nicht nochmal vorkommen wird. Aber es könnte sein, dass es nochmal vorkommen wird, weil nur der Tod ist sicher. Ich würde ihm sogar glauben, dass er nicht mal sterben wird. Inshallah nicht in einem Jahr. Mach ich wieder einen Fehler. Ja, guck mal, das Ding ist, schau mal, was so Fehler angeht, schau mal. Was sagt die, ja, können wir doch auf den Meinungspirat reagieren? Oder was gibt dieser Mensch von sich, was Sinn ergibt? Bei Retalk, 15 Minuten, Viertelstunde sind wir drinnen. Hat der irgendwas gesagt, was Sinn macht? Fehler kann man machen, es ist ja so menschlich, aber das Ding ist halt, irgendwann sind es für mich keine Fehler mehr, sondern du tust diese Sachen so einfach bewusst. So Fehler passieren ja meistens aus Versehen so, unabsichtlich eigentlich so, verstehst du? Aber... Du hast dich ja bewusst mit den anderen dazu entschieden, dass man sagt, ey, komm, wir tun jetzt so, als wäre ich abgeschoben, wir nutzen das jetzt aus, dass wir sowieso gerade Nachrichten und so sind und deswegen stelle ich mich eine Woche tot und du, Arafat und Ding, also Arafat, Umu, Diyasat, ihr macht jetzt einfach so ein bisschen eine Show, dann denke ich mir abgeschoben. Bruder, ich hab's natürlich gemacht. Ich hab's natürlich, guck mal, ich hab's zum zweiten Mal gemacht, sagst du gerade, ne? Ja. Aber zweite war nicht so hart wie erste. War harmloser, oder nicht? Die waren auch härter. Ehrlich? Am Ende des Tages habt ihr das, guck mal, du kamst in den Nachrichten wegen diesem Nahostkonflikt. Und für mich war das auch einfach, das war dieses, ja, wir nutzen jetzt diesen Skandal, den ich wegen diesem Nahostkonflikt hatte, aus meiner Abschiebung zu fängen. Das ist vor allem, ich habe es sogar als noch schlimmer empfunden, weil am Ende des Tages der Nahostkonflikt dafür ausgenutzt wurde, um das mitzunehmen. Und das ist alles wegen Zahlen und so. Und deswegen fand ich es viel schlimmer. Schlimmer. Damals war auch schlimm, muss man sagen. Ich weiß nicht genau, wie das beim zweiten Mal bei der Abschiebung war. Ich habe das nicht so mitbekommen. Ich bin generell jetzt kein Typ, der wirklich viel Barello oder generell so TikTok und sowas halt konsumiert. Es ist nicht meins. Hin und wieder mal schaue ich es mir vielleicht an, so spaßhalber. Aber das beim ersten Mal habe ich das mitbekommen, weil ich habe mir damals auch überlegt, ob ich ein Video über Barello machen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse mal. Und beim zweiten Mal nochmal, was macht das für einen Unterschied, ob es beim ersten Mal härter war oder nicht? Ich dachte, beim ersten Mal war das ja gerechtfertigt, weil es war ja nicht fake. Es war zwar fake, aber es war nicht gefaked. So, und beim zweiten Mal war das ein Fehler, aber Fehler macht er ja vorsätzlich. Er sagt zwar, er macht es nie wieder, aber er kann ja nicht versprechen, dass es nie wieder macht, weil es kann ja auch sein, dass er wieder mal einen Fehler macht. Ich zieh mir das nicht aus dem Arsch. Ihr seid ja gerade eben dabei gewesen. Digga, 20.000 Menschen dachten sich, boah, ey, ich liebe diesen Typen, ich will nicht, dass er geht, ne? Guck mal, Walla sogar, ne? Ich hab auch unterschrieben. Ich dachte mir damals, Ehrlich? Ja, ich hab damals das gesehen, ich dachte mir, haram, Digga, der ist einfach voll lustige. Schön, du hast unterschrieben. Ich hab Walla gesagt, Walla. Ich hab damals das gesehen, ich dachte mir, Digga, voll der Arm, Alter. Weißt du, ich meine? So, mich hast du auch verarscht. Und danach habe ich mir gedacht, ich war ja der, glaube ich, der größte Kritiker auf TikTok gegen dich. Mein Video hatte damals irgendwie, habe ich morgens gepostet, hatte danach irgendwie 500.000 Klicks oder so, ne? Und da wussten ja alle erst, dass du das alles so gefaked hast. Und da hast du dann live gesagt, ja, der will nur fame. Boah, ich bin dir ehrlich, jeder, der ein Video gegen mich macht, sage ich zu jedem, I will nur fame. Dazu kommen wir gleich, ne? Aber wie gesagt. By the way, falls ihr es nicht wisst, Mo Moody ist generell auch viel auf TikTok und sowas unterwegs. Also er war damals, ich glaube, er hat mit TikTok angefangen und ist dann auf YouTube auch rübergeswitcht. Deswegen macht er sehr, sehr viel so TikTok-Themen und ist da recht bewandert darin. Sag, was ist jetzt dein Statement dazu, dass sogar in meinen Augen viel schlimmer war als die erste Abschiebung, weil damit einfach diese Palästina-Sache ausgenutzt wurde? Zweite Fehler, Bruder. Möge Allah mir verzeihen. Was soll ich machen? Keine Meinung, Bruder. Ich habe einen Fehler wieder gemacht. Dann dachte ich mir, okay, so und so passiert so und so, so und so. Wenigstens Halt mitnehmen. Ja. Ja, das ist nicht schön. Ich hab einen Fehler gemacht, aber wenigstens nehme ich den Hype mit. Digga, wie gesagt, ich sag dir nur meine Meinung so, ne? Natürlich. Ja, aber das ist die Wahrheit, was ich gerade sage. Wenn du jetzt sagst, okay, man macht Fehler, ja, ich kann jetzt nicht weiter drauf rumreiten, sondern es ist halt dein Statement, dass du einen Fehler gemacht hast und ich weiß nicht, inshallah machst du den einfach nie wieder, weil am Ende des Tages, guck mal, du kommst selber aus einer Familie, die so gefährdet ist, was diese Abstimmungen angeht und jetzt stell dir mal vor, ihr hättet, geh mal jetzt da von diesem Beispiel aus, okay? Du hast kein Geld, du bist der Penner von 4 Jahren, okay, nein, Spaß, aber du bist der Penner von 4 Jahren, so, ne? Ja.
Und dann plötzlich vor der Tür kommt jemand, sagt, ey, du bist abgeschoben, und dann plötzlich bist du in deinem Dorf da, wo einfach fast gar nichts ist, und du bist so quasi fast am Arsch oder jemand anderes. Ich denke, jemand hat nicht mal so Verwandte im Dorf. Was ist dann? Das ist doch ekelhaft. Verstehst du? Verwandte im Dorf? Nicht ekelhaft, das ist maximal ekelhaft. Siehst du? Aber eine Sache muss ich ja sagen. Ja, es war ein Fehler. Wäre mir das passiert, ne? Was ja mir auch passiert ist, ne? Wo ich 5 Jahre alt war, ne? Weil ich bin hier geboren. Ist mir passiert. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er wurde schon mal abgeschoben und nutzt es dann trotzdem aus. Er wurde schon mal abgeschoben und dann ist er nochmal nach Deutschland gekommen und dann hat er noch eine Abschiebung gefaked, um Papiere zu bekommen. Und dann hat er noch eine Abschiebung gefaked, weil es ein Fehler war. Dann eine Sache. Ich müsste mir einen Flipchart da hinten aufstellen, müsste das alles aufzeichnen, damit das irgendwie, ja. Woher kommt er? Ich weiß es nicht. In meinem Dorf gibt es keine Wände. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Dich mal getroffen hat, ne? Oder dich schon wieder treffen will. Ja. Mhm. Findest du die Sache nicht so hart wie einer, der es noch nie hatte? Okay. Also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du hast, du wurdest abgeschoben, du weißt, wie dieser Schmerz ist, ne? Und dann hast du anderen so, oder dich quasi drüber lustig indirekt gemacht, ne? Die sowas erlebt haben, so weiß ich meine. Und das direkt ist auch keine Rechtfertigung dafür, ne? Aber Ich weiß, was du meinst. Guck mal, Bruder, ne? Wie gesagt. S1, danke dir. Und ich entschuldige mich immer noch für die Sache, die ich gemacht habe. Siverus. Und inshallah, möge Allah alle kranke Menschen heilen. Möge Allah jeden Gesundheit schenken. Amen. Möge Allah mich auch recht leiten, dass ich auf solche Ideen nicht mehr komme, dass ich sowas nicht mehr mache. Und möge Allah, wie gesagt, mir verzeihen, und inshallah auch die Menschen verzeihen mir, die das erlebt haben. Ey, es tut mir so leid, nur ich kann ihm da nichts abkaufen. Ich kann ihm das einfach nicht abkaufen, dass er, also so nicht. Pass auf, ich kaufe ihm ab, dass er jetzt kein Leid über die Menschheit bringen will. So, ich kaufe ihm ab, dass er jetzt nicht sagt, yo, ich würde mir wünschen, dass alle Menschen krank werden oder sonst was. Nur, ich kann halt, ja eben, ich kann nicht hier sitzen und dann sagen, ja, ich kaufe ihm das ab, dass er sich davon distanziert, dass er das schlecht findet, dass ihm das leid tut, dass es ein Fehler war oder sowas. Es ist ihm wurscht, es ist ihm absolut egal. Er wird es jederzeit wieder machen, wenn es wieder funktioniert. 100%. Wenn Barello jetzt wüsste, yo, wenn ich jetzt eine Abschiebung faken würde, dann würde mir das 50.000 Euro bringen. Zack, morgen. Morgen ist es passiert. Dreimal. Und dann würde er sagen, naja, es war ein Fehler. Und möge Allah mir meine Fehler verzeihen und ich werde es nie wieder machen. Und dann macht das morgen noch einmal. Es ist einfach schade. Es ist echt schade. Und ey, wenn dir das so egal ist, dass du halt dann auch deinen Glauben da mit reinnimmst, ne? Ich weiß nicht, wie sehr du da dahinter bist. Ich finde es echt schade. Also wirklich auch gegenüber Leuten, die wirklich sehr gläubig sind und das auch sehr ernst nehmen, weiß ich auch nicht, ob das so einen guten Eindruck macht. So, normalerweise Glaube müsste doch etwas sein, wo du selber überzeugt bist und wo du selber sagst, yo, das ist halt wirklich das, wo ich halt ehrlich zu mir selber bin. Und ich kann das nicht ernst nehmen. Ich kann es nicht. Das ist immer so ein Weg Richtung Besserung, also gerade zu stehen. Ich kaufe die Entschuldigung jetzt ab. Und ich hoffe, ich hoffe sogar, inshallah machst du nicht wieder denselben Fehler und rutscht ja wieder runter und dann stehe ich auch kacke da, weißt du, weil ich dachte mir jetzt so, komm, ich will ihn jetzt so... Also aber von Gefühl her, was denkst du? Ehrlich aber. Was denn? Ehrlich, wenn du mich jetzt siehst. Denkst du, ich werde sowas wieder machen oder was? Ja, 100%. Guck mal, 100. Ich kann vieles denken, am Ende weiß ich nicht. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mit dir privat... Vielleicht nicht nochmal eine Abschiebung, weil ich glaube, das wäre dann zu auffällig, aber safe irgendwas in die Richtung. Gesprochen habe. 100%. Ich habe erst, was du gesagt hast, du hast mir das halt, wie gesagt, auch ohne Kamera gesagt, dass du eigentlich für alles gerade stehst, es bereust, auch wenn es wieder vor kurzem passiert ist. Und ich habe es da ernst genommen, wo ich gesehen habe, okay, du machst nur noch Twitch, also du machst ja diese LP und du machst keinen Cringe-Kack mehr oder sonst was. Und du machst so normalen Content, so. Du machst keinen Fitner, du streitest dich mit niemandem, du machst keine ekligen Live-Matches. Du ziehst da durch. Und ich denke, jetzt, Stand jetzt, du wirst es nicht machen. Und man weiß erst, ob du es wieder tun würdest, wenn bei dir nicht mal läuft auf Twitch zum Beispiel. Da wird man dein wahres Gesicht wieder sehen. Und ich hoffe, wenn Twitch nicht mehr läuft und YouTube auch nicht so krass jetzt abgeht so, dass du nicht wieder anfängst, irgendeine Kacke zu faken, weil das wäre ekelhaft. Du weißt auch so mir gegenüber. Am Ende des Tages, guck mal, ich respektiere dich jetzt. Ich setze jetzt mit dir so auf, dass du mich respektierst. 100%.
Es ist das Erste, was passieren würde. Das Allererste, was passieren würde, wenn es bei ihm nicht mehr läuft. Wieso hast du Live-Matches gemacht? Ich wusste, by the way, gar nicht, dass er aufgehört hat damit. Ich wusste es nicht. Aber ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass er die zweite Abschiebung gefaked hat. Ich glaube jetzt so schätzungshalber so 3-4 Monate oder so. Ich weiß es nicht. So ungefähr habe ich das im Gefühl. Aber ja, wenn er auf TikTok livestreamt und keine Fitner mehr macht und sich nicht mehr streitet und sowas, dann ist er erstmal gut für ihn. Aber ich weiß nicht, ob das halt langfristig dann auch so ein Erfolg wird, weil er wird ja im Endeffekt auch dadurch bekannt geworden sein, dass er diese Fitner macht und dass er diese Aufmerksamkeit so extrem anzieht. Und überleg dir auch mal, was das für Leute sind, die ihm halt dann zuschauen. Ich denke mir, ich jetzt hier auf Twitch, ich habe eine Zuschauerschaft, die mag lange Videos, die mag sich das alles so anzuhören und sowas und die, ja genau, so wie der Nunna, der freut sich unbedingt auf die nächsten 30 Minuten und so. Fitner heißt so wie Beef, yo, da ist jetzt Beef mit dem und dem und dann beleidigt ihr euch gegenseitig in den TikToks und sowas, solche Geschichten halt. Aber ich weiß ja nicht, ob der durchschnittliche Barello-Zuschauer das... Ey, Mods dürfen auch gerne Urlaub machen. Ich habe extra dazu geschrieben, oder heute nicht, aber gestern habe ich dazu geschrieben, so, yo, ich check das alles. Aber ich freue mich natürlich extrem, dass ihr am Start seid. Ich verliere die ganze Zeit den Faden. Mein Gehirn ist ausgebrannt. Wieso hast du Live-Matches gemacht? Cash. Fertig. Nächste Frage. Okay. Das ist ja zum Beispiel auch ein Ding, was Leute als moralisch verwerflich sehen, dass sie sich denken, ey, guck mal, der bettelt da einfach vor seinen Zuschauern, das vor teilweise sogar Jüngeren. Was ist so deine Meinung dazu? Also bist du der gleichen Meinung oder hast du eine Ausrede auch dafür? Nö, also für Geld, warum nicht? Also deswegen haben die das programmiert, deswegen haben die das erstellt, so, ne? Also der, das erstellt hat, war schlau, war ja nicht dumm, oder nicht? Ja, aber guck mal, bist du nicht derselben Meinung, dass es halt irgendwie unmoralisch ist, wenn man ständig am Betteln ist, also wirklich, man muss ja, wenn man das macht, es gibt Leute, die machen das irgendwie, einfach so annehmen bei unterhalten und dann kriegen die Geschenke, ist okay, kann man so oder so sehen, aber dann gibt es halt so Menschen wie dich oder auch andere, die dann die ganze Zeit sagen, ey, schick und die Leute so, die ihre größten Supporter, die einen lieben, die sich freuen, dass du die zum Lachen bringst, die mögen dich ja, die wollen dir auch was Gutes tun, was zurückgeben, aber dann so ständig unter Druck irgendwie setzt mit, ja komm, spendet mir jetzt was, los, ich muss gewinnen und wenn ich nicht gewinne, muss ich offline und hier, das ist ja so. Ist ja nicht nur so. Es gibt Menschen, die werden, zum Beispiel, es gibt Menschen, die gehen typico, es gibt Menschen, die werden süchtig, die wollen dir das gar nicht spenden. Ich habe von vielen TikToker, großen TikToker mitbekommen. Bei mir ist nicht der Fall passiert, ne? Alhamdulillah. Bei vielen großen TikToker und so, ne? Die haben das Geld zurückverlangt, weil die süchtig waren in diesen Momenten, ne? Die haben Gas gegeben und dann die haben einfach die Supporter blockiert und so, ne? Also natürlich, die Leute können auch süchtig werden. Deswegen, ich sage euch ehrlich, Leute, guckt, was ihr mit euer Geld macht. Lieber behält ihr das Geld. Macht ein Geschenk für eure Mutter und so, als an irgendwelche Bettler zu spenden. Okay, natürlich kann man Match, wie du gesagt hast, ne? Matcher machen, während man redet und so, ne? Kann man das machen? Bisschen, wenn einer will, spendet was rein, wenn nicht. Aber ist was anderes, wenn er sagt, Leute, bitte, komm, jetzt. Verstehst du was? Okay, er kritisiert sich einfach selber. Yo, es gibt Leute, die werden süchtig danach, so wie wenn du Glücksspielwerbung, so wie wenn du Glücksspiel machst oder so. Und es ist nicht gut, wenn man das so macht, wie ich das gemacht habe. Verstehst du? Weil so. Nach einer Zeit geht das mit dem Zuhören von diesem Typen. Ey, Spucki, du bist da keine Ausnahme. Spucki ist auch höchst kaisersüchtig. So. Im Endeffekt liegt trotzdem an denen, ob die das spenden wollen, aber trotzdem nicht manipulieren. Du zwingen kannst du das auch nicht nennen, aber du. Wie soll ich das erklären, ja? Also, ich bin schon der Meinung, dass man irgendwie die Leute ein bisschen manipuliert, dass sie halt spenden und du sagst selber, Leute werden, also ich würde sagen, eigentlich ist süchtig das falsche Wort, aber süchtig werden, ganz kurz, die werden süchtig danach, dir eine Freude zu machen und dann spenden die irgendwann ein zu viel und dann wollen die das zurück. Das hast du gesagt, dass die das dann zurückverlangt haben und dann blockiert wurden. Genau, also habe ich so mitbekommen, ne, die haben sogar eigene Dings blockiert und so, ne, wegen einem Fall und so, ne, hast du auch mitbekommen, mit Weinen, mit dies und das, ne? Ja, also den Fall, den du gerade meinst, es geht... Also, ja, er meint, es gibt Leute, die haben so viel gespendet, die wurden dann von dem Streamer, denen sie gespendet haben, blockiert, weil sie zu viel gespendet haben. Weiß ich nicht, ob das so passiert ist. Maybe. Ja, darum, dass ein TikToker hat eine... Aber der ist nicht schuld, eigentlich. Doch, ich finde, der ist schon schuld, Digga. Er hat dir... Guck mal einmal zu. Ich habe schon mal über dein Video gemacht, okay? Deswegen kann ich sagen. Also, es geht um Dudi. Dudi hat dieses Mädchen... Also, guck mal.
Dieses Mädchen, mochte du die? Sie hat Depression gehabt, ne? Soweit ich weiß, sie hat Depression gehabt. Ihr ging's sehr schlecht so, ne? Aber sie hat gesehen, ey, Duli bringt mich zum Lachen. Ich will eine Freude machen. Da hat sie ihm was gespendet bisschen, ne? Und da hat er direkt geschrieben. Er hat sie manipuliert. Ein Mädchen, die Depression hat und ihr es ihr nicht gut geht, die alleinerziehend ist, dies, das, ne? Und da hat er zu ihr gesagt, ey, komm, spende mir mal bitte 1,5 oder 1.000 Euro. Ich gebe dir den 2 Tage zurück. Und sie hat sogar gesagt, ey, das geht gerade nicht, das ist schwierig. Ich gebe dir was? Ich gebe dir 2-3 Euro zurück? Ich hab's nicht verstanden. Bitte 1,5 oder 1.000 Euro. Ich gebe dir den 2 Tage zurück. Und sie hat sogar gesagt... Achso, ich gebe sie dir in 2 Tagen zurück. Sagt, ey, das geht gerade nicht, das ist schwierig. Und da hat sie es aber trotzdem gemacht. Und plötzlich war du die verschwunden erstmal. Genau, warte. Weil er das... Ja, wie gesagt, das ist der Grund. Also nochmal, wir haben am Anfang vom Stream tatsächlich schon drüber geredet. Es gibt auch Leute, die fragen mich nach Geld. Ich werde niemanden, den ich nicht kenne, Geld ausleihen oder sonst was. Also jetzt donaten oder sowas ist ja was anderes, weil donaten ist ja auch wirklich, du gibst das Geld halt wem anderen so, auf Chillumillo. Aber ausleihen ist dann so in der Hoffnung, dass du es halt zurückbekommst, gerade wenn man halt alleinerziehend ist und so, und das Geld halt wahrscheinlich braucht. Und sie hat auch gesagt so, yo, sie braucht das. Wie gesagt, ich habe da schon Anfragen bekommen für, yo, hier kannst du mir 20 Euro borgen, kannst du mir 1.000 Euro borgen, und halt das Maximale, was ich hatte, waren 3.000 Euro, ob ich die jemandem borgen kann. Wirklich auch mit gesamter Lebensgeschichte und wie schlecht es nicht der Person geht und dies und das und jenes. Es tut mir leid, ich bin eine Privatperson, genau. Also klar, ich bin Person öffentlichen Lebens, aber du bist eine Privatperson. Imagine, irgendjemand, noch nie in deinem Leben gesehen, kommt auf dich zu und sagt, yo, könntest du mir 3.000 Euro geben? Vor allem, es ist halt interessant für mich auch. Ich glaube, das ist halt das Problem, dass halt Leute echt das manchmal verwechseln, was halt für eine Beziehung sie zu einer Online-Person halt haben. Ich weiß nicht, dass sie sich halt dann vorstellen, so, yo, erstens, dass du halt zu mir kommst wegen Geld, so, weil ja, hier werden viel Geld, Influencer oder sowas. Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, zum anderen, dass man halt dann auch davon ausgeht, dass ich halt dann 3.000 Euro ist auch für mich extrem viel Geld, so, ich kann das nicht einfach so herborgen, und wenn ich es könnte, dann würde ich es auch nicht machen, so, weil halt, keine Ahnung, no front. Ich würde das bei meiner Mom, bei meiner Freundin, bei meinem besten Freund, den kann ich 3.000 Euro borgen, wenn ich das Geld habe, aber da weiß ich halt auch, ich bekomme es wieder, und im allergrößten Notfall, selbst wenn ich es nicht zurückbekomme, dann weiß ich, okay, ich habe halt wenigstens so meinem besten Freund geholfen, so, weil der halt vielleicht Schulden hat oder sowas, aber halt dann im schlimmsten Fall, wenn ich halt einer Privatperson Geld borge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, und ich krieg's nie wieder, dann habe ich halt 3.000 Euro weniger. So, ja, dann war's das einfach. Und ja, ich weiß nicht. Kannst du mir kein Geld geben, weil er voll gierig ist? Naja. Na, imagine einfach, eine fremde Person kommt zu dir nach Hause und sagt, yo, du kennst mich zwar nicht, aber ich kenne dich, könntest du mir 3.000 Euro geben? Das ist halt original das, was halt so kommt es halt für mich rüber. Und ich verstehe ja, dass die Leute dann halt vielleicht verzweifelt sind oder sich denken, ey, ich kenne ja den YouTuber und der ist ja voll nett und sowas, aber trotzdem, nochmal, ich kenne euch nicht. Und deswegen eine Interaktion, sehr gerne, reden miteinander sehr gerne und sowas, Foto machen und sowas, wenn ihr mich seht, auf jeden Fall. Ich finde das super, super nett, wenn Leute so nett fragen und alles, nur halt, wie gesagt, bei Geld, so, ich kann nicht irgendjemanden 3.000 Euro borgen, den ich nicht kenne. Geschimmert, ich gebe dir zurück, das ist Eib. Aber sie hat von ihm weiter zurückverlangt, währenddessen hat sie bei anderen TikToker weiter gespendet, um ihn aufs Prinzip das zu machen. Verstehst du, was ich meine? Aber ist doch ihr Hack, also ob sie jetzt bei anderen spendet oder nicht, so... Natürlich ist das ihr Hack, sag ich auch nichts. Aber ich kann ihnen auch nicht so ganze Schuld geben, also... Was ich bei ihm Schuld gebe, ist nur dieser Satz, weil er gesagt hat, ich gebe dir zurück. Also guck mal, das nicht geschehen, ist alles. Ich sag dir mal so, meine Meinung zu diesen Live-Matches ist, schau mal, wenn man es einfach jetzt so macht, ohne da jetzt wirklich krass zu betteln, dann finde ich das jetzt nicht mal moralisch verwerflich, ja? Lass mich reden, bitte. Guck mal, genau. Aber es gibt auch Freunde von dir, zum Beispiel, ne, darf ich sagen? Ja, Riton. Oder, ich sage keinen Namen. Nein, aber nein, die nicht Riton. Auch andere Freunde von dir, die sind ein paar Mal gekommen, haben nur Match gemacht und geredet. Aber du musst auch so überlegen, wenn ich mit 20.000 Zuschauer reinkomme und kommt einer von deinen Freunden zum Beispiel mit 150 Zuschauer oder mit 90 Zuschauer und einfach chillt und sagt, nee, ich mach das nur an und so und ich rede. Aber Bruder, bei 90 Zuschauer, auch wenn du bettest, auch wenn du sagst, Bruder, ich mach alles für dich, von 90 Zuschauer, wie viel sollen spenden? 3. Aber von 20.000 ist die Chance höher, dass 1.000, 2.000 Leute spenden. Verstehst du, was ich meine? Ja, guck mal. Also ich denke,
die Leute hätten die Leute diese Chance, würden die das auch ausnutzen. Weil zum Beispiel, guck mal, als Beispiel, auch wenn du Nein sagst, ne, natürlich wirst du Nein sagen. Zum Beispiel Riton, am Anfang hat er keine Zuschauer, am Anfang, ne? Er hat das auch gesehen, so, nee, das geht nicht, moralisch gesehen, geht gar nicht. Er war komplett dagegen und so. Er war mit dir befreundet, er war komplett dagegen. Auf einmal gingen seine Zuschauer auch mit Zayt und so. Auf einmal hat er diese Matches gemacht. Okay, ich sehe ja ein, yo, er sagt hier, yo, jeder ist dafür verantwortlich, was er spendet. Was ja auch true ist. Ich selber bin einfach kein Mensch, der sich hinstellen würde und sagen würde, ey, komm, spendet mir jetzt, weil ich brauche das. Ich weiß, das ist ja der Sinn von den Live-Matches, dass du halt Geld gespendet bekommst, damit du halt dann mehr Punkte bekommst, damit du halt dann ein TikTok-Live-Match und sowas halt gewinnst. Ist ja gut und schön, aber ich möchte das einfach nicht. Ihr supportet mich genug, wenn ihr halt dabei seid und wenn ihr zuschaut und sowas und halt auch allein, ich kann ja auch meine Zuschauer, so heftig sich das anhört, zu Geld umwandeln, ohne dass sie irgendwas machen. Nämlich zum einen mit YouTube-Werbung und zum anderen mit Klicks. So, ich mache ja auch Product Placements und sowas. Und also quasi, ihr seid ja was wert. Je mehr Leute zuschauen, das hört sich jetzt ultra deppern an, wenn ich das so sage, oh, ihr seid ja was wert. Natürlich, so, aber im Sinne von, du musst nicht Geld von deinen Zuschauern bekommen, um Geld damit zu verdienen, dass du Zuschauer hast. Das ist das Ding. Aber das ist halt der einfachste Ausweg auf TikTok. Und ja, wenn jetzt jemand herkommt und jemand spendet mehr Geld, als er eigentlich hat oder als er eigentlich sich leisten könnte zu spenden, dann ist die Person erstmal so selber schuld und einfach sagt, du kannst jetzt nicht machen. Jemand von euch könnte mir jetzt auch 10.000 Euro donaten und dann ist er broke am nächsten Tag. Und by the way, macht es nicht, bitte. Borgt mir nur 3.000 Euro. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Also dafür kannst du erstmal nichts, aber wenn mir jetzt jemand 10.000 Euro spenden würde, würde ich dafür sorgen, dass der das Geld zurückbekommt. Weil, Bruder, das ist einfach, nee, das ist dann einfach nur noch unangenehm. Und das dann halt so als sich bettelnd hinzustellen, zu sagen, ja komm, mach das, das könnte ich halt einfach nicht. Das könnte ich aber nicht. Ja, guck mal. Was ich meine, weil wenn die Zuschauer auch gehen? Nein, und by the way, Spenden sind auch nicht notwendig. Es ist sehr lieb, wenn das Leute machen, aber ich bin nicht angewiesen auf Spenden. Das geht auch komplett ohne. So, gar keine Frage. Jeder fängt dann langsam, bis das eskaliert. Am Anfang habe ich auch nicht Kopf in Toilette. Deswegen wirklich nur, falls ihr das Geld habt und wenig, bitte. Dann ging es nur um das. Das eskaliert langsam, aber man muss die Zuschauer haben. Viele von denen tun auf Moralprediger, aber die würden selber das machen. Also ich sage immer noch, moralisch gesehen, die ganze Zeit betteln so, finde ich nicht richtig, ne? Aber viele von denen würden genau das gleiche machen, aber haben diese noch nicht so, ja, guck mal. Haben die Zuschauer nicht, haben die Reichweite nicht. Sicher würden es viele auch machen, aber das heißt auch nicht, dass es dann nicht moralisch irgendwie anders ist, ne? Ich sag dir mal so, okay, du betonst ja öfter, das sind meine Freunde und meinst du nicht, dass ich, also denkst du wirklich, ich bin jemand, der zu dir sagt, Live-Match ist scheiße, aber zu denen sagt, mein Live-Match ist gut? Bro, ich sag doch genauso zu denen, ey, wieso machst du das so? Du kannst doch so viel geiler anderes Geld finden, du hast eine geile Reichweite, du kannst so geil YouTube-Videos machen, du kannst dies machen, dir so machen, da sind sie so voll dafür und denken sich, komm, wir machen jetzt einfach Live-Matches und wie oft habe ich einen Return oder ob es ein Lazo ist oder wenn auch andere so kritisiert, dass ich gesagt habe, ey, warum macht ihr sowas? Sowas ist doch einfach ekelhaft. So, ich bin immer der Meinung, ob du jetzt mein bester Freund bist oder sonst was so, weißt du, ich meine, so geht nicht. Auch ob ich jetzt zu dir sage, dass es ekelhaft Live-Matches oder zu denen sage, ist kein Unterschied, so weißt du, ich meine, also da mache ich keinen Unterschied. So. Und ja, aber das Ding ist, am Anfang ist es normalisiert. Jetzt so macht jeder, sagt keiner was. Aber du weißt schon, wie wir am Anfang gehatet wurden, die Matches gemacht haben. Weißt du warum? Weißt du noch am Anfang? Ja. Weißt du warum? Weil ich und Ahmad, ich weiß, ob du den kennst, aber wir waren die Ersten, die dagegen geschossen haben. Weil wir einfach wir fanden das einfach, guck mal, wir waren damals Best Friends, so, ne? Bruder. Und wir fanden das einfach so ekelhaft, was die da machen, so. Haben gesagt, ja, ey. Ja, was soll ich dir was sagen? Im Endeffekt, du hast gegen den geschossen, aber denkst du, mich oder ein Riton oder ein Nino, denkst du, es hat uns gejuckt? Zum Beispiel ein Nino da, denkt so, ja, laber scheiße, ich mache die Woche 40.000. Verstehst du? Innerlich. Also er sagt das nicht in der Öffentlichkeit, aber innerlich, weißt du, was wir uns denken? Ja, laber weiter scheiße, ich mach mein Geld. Weil das schnelles ist Geld, Bruder. Zum Beispiel, natürlich verdiene ich auch mit anderen Plattformen Geld. Aber diese Geld ist langfristig. TikTok ist, mach's heute, morgen kannst du direkt auszahlen. Verstehst du, was ich meine? Direkt 2.000 zahlst du direkt aus. Guck mal, ich sag dir mal so, wie viel verdienst du, Barello? Wie viel verdienst du, Barello? Ich weiß nicht, ob er das mit den 40.000 die Woche bei diesem Riton, ich kenne den nicht, ob er das ernst gemeint hat oder nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie echt fett Kohle machen. Ich wäre nicht anders. 40.000 ist, glaube ich, zu viel. Also 40.000 ist einfach nur so dahergesagt, aber so. Barello wird safe.
Barello ist ja auch einer von den so Prime Barello hat safe in seinem Peak so über, also mindestens 20, 30.000 im Monat gemacht. Mindestens. Der hat das so extrem für die Zuschauer gemacht und hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Live-Matches und die ganze Zeit irgendwelche Ansage, also irgendwelche Fitner und Beefs und was weiß ich was. 2K am Tag. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich will, dass das stimmt. Das wäre ich zu diesem Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, okay, ich mache jetzt Live-Matches und würde damit so 10, 20, 30, 40.000 Euro verdienen, würde ich mir auch denken, du kleiner, keine Ahnung was, laber so viel, du willst, ich mach trotzdem mein Geld. Ich würde doch nicht anders denken, so, ne? Warte, eine Frage zwischendurch. Du hast auf lustig mit dir gemacht. Sag mir mal, an dem Tag kommen 3.000 Euro bei dir, 2.500 bei ihm. Machst du nicht neue Match? Nein. Bei, oh Gott, Bruder, nie, ich hab mir das geschworen, ich mach sowas nicht. Du kannst mich für Lügen halten oder so. Bro, ich hätte, guck mal, damals, hör mal zu, damals, als du angefangen hast mit TikTok, okay? Bro, ich hatte Accounts, die hatten 3, 4, 500.000 so. Und als diese Live-Match angefangen hat, Bruder, hatte ich 4, 500.000. Ich hatte sogar einen zweiten Account, der hatte auch 400.000. Meinst du nicht, ich hätte alles gemacht hätte? Bro, ich bin auch nicht dumm. Das Ding ist, ihr war zu dem Zeitpunkt sogar dumm. Und ich hatte immer so, ich dachte immer, ey, eigentlich, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich das so und so machen. Ich hätte alles f***en können. Aber meinst du, ich hätte es nicht schaffen können? Meinst du, ich wäre so ein Dulli, irrelevanter Dulli gewesen? Bro, ich hatte das fünffache an Reichweite wie du. So, ich hätte es easy gemacht. Ich wäre der Größte jetzt, weißt du? Ich meine, aber, Bro, ich habe es einfach nicht eingesehen, ne, egal wie schlecht es mir ging, dass ich jetzt da so stehe oder auch wenn es mit Maske ist oder so und mir denke, komm, ich bette jetzt um Geld und kann, also, kann ich nicht. Es ist ja auch ein Unterschied, ob du Live-Matches machst, einfach so Joke halber und dann sollen halt die Leute donaten, die halt donaten wollen. Es gibt ja auch hier so Streams, da machst du Sub-Marathon und da schaust du, dass du möglichst viele Subs reinbekommst oder du machst irgendwie ein Spendenziel und da passiert dies und das. Ist ja alles gut und schön. Nur, wenn du halt jetzt wirklich einfach nur die ganze Zeit so viel Geld aus deinen Followern rausquetscht, quasi wie überhaupt möglich und dann so viel Zuschauer wie überhaupt möglich an Land ziehst mit lauter gefakten Sachen hier, Fake-Krebs, Fake-Abschiebung, solche Sachen, dann ist das einfach ein Geschäftsmodell, was so unfassbar dumm ist und gleichzeitig so unfassbar gut funktioniert. Das ist einfach traurig. Bro, ich kann nicht irgendwie... Mal, ich bin nicht... 60.000 Euro oder sowas im Monat. Das machen die meisten Leute nicht im Jahr. 60.000. Ich bin nicht in deinem Körper, ich bin nicht in dein Herz. Ich weiß nicht, wie du tickst, ne? Aber die Möglichkeiten waren ja da. Du weißt ja genau, wie groß ich damals war. Also ich habe meine Accounts von der gesperrt. Die wurden ja gesperrt, ja, deswegen so, ne? Also die Möglichkeiten sind da und so, ne? Die Accounts sind da. Also du hattest wirklich große Accounts. Ich sage ja auch nicht, ne? Du hast auch krasse Reichweite. Hattest und hast immer noch, ne? Aber zum Beispiel, es gibt viele Leute, die zum Beispiel 2-3 Millionen Follower haben. So. Ich weiß. Die gehen und Matches machen, ist vorbei, Bruder. Aber Bro. Keine Zuschauer, keine Spender. Bro, glaub mir, Bruder, ich oder ein Ahmad, wir waren zum Beispiel damals die größten Meinungsmacher auf TikTok Deutschland, weiß ich meine. Wir hatten mit einer der krassesten Communities auf TikTok, ne, wir waren die einzigen Meinungsmacher. Bro, ich hatte teilweise auch Videos, ich weiß noch ein Video, da habe ich gegen die drei größten TikTok Deutschland TikToker geschossen, okay? Das hatte irgendwie 5 Millionen Aufrufe und 800.000 oder 900.000 Likes, Bro. Weißt du, ich meine? Also damals war schon wild, so. Und meinst du, wenn ich jetzt das durchgezogen hätte, weißt du, ich wäre so dumm gewesen, dass ich keine 10 Zuschauer geschafft hätte oder sonst was? Ich sag nicht, du hättest keine Zuschauer geschafft. Alter, du hast es oder? Geschafft, Digga. Wie soll ich es nicht schaffen? Ja, aber dafür guck, musst du... Guck mal, du zweifelst an mir jetzt. Nein, ich will einfach nur. Also ich will mich jetzt nicht über dich stellen. So, du bist auch ein stauer Typ, sag ich ehrlich so, ne? Aber überleg mal, Bro. Ich bin doch kein dummer Mensch. Ich will mich auch jetzt nicht damit pushen oder so, aber ich hätte es ja genauso machen können. Die Möglichkeiten waren da, sogar mehr als wahrscheinlich du oder Nino zu verdienen. Nino war schon ein bisschen größer, man weiß nicht so, ne? Aber so, habe ich trotzdem nicht gemacht. So, und das beantwortet auch deine Frage. So, es gibt Menschen, natürlich, ein Return. Bro, ich bin auch der Meinung, ich habe auch gesehen, wie er gemacht hat. Am Anfang hat er Live-Matches gemacht, ne? Aber er hat lustigen Content gemacht, er hat nie gebettet. Aber irgendwann hat er auch gemacht. Barello, ein schlauer Typ. So halt Gegenteiltag oder was? Ey, ich sag nicht, dass er... Pass auf. Ich weiß echt nicht, wie ich Barello 100% gut beschreiben sollte. Barello macht Barello-Sachen sehr gut. Darin ist er gut. Und das schlachtet er aus. Bruder, wie hat Leafy damals gesagt, so er milkt die Kuh, solange bis sie nicht nur komplett trocken ist, sondern bis nur noch Knochen da am Boden liegen.
so lange würde er das melken, so. Na? Und jetzt ist er halt auf Twitch. Ich weiß nicht, hat das dann nicht mehr gezogen? Hat es nicht mehr gezogen? Weil halt 60k im Monat, selbst wenn es halt nur ein schlechter Monat ist, selbst wenn es nur 20.000 Euro sind im Monat. So. Da willst du es ja trotzdem immer noch weitermachen, oder nicht? Da willst du es ja immer noch weitermachen. Bruder, 20k im Monat, angenommen, wir gehen davon aus, Barello zahlt Steuern, natürlich. Da sind das halt 10.000 Euro. Da machst du in einem Jahr also 120.000 Euro. So, auf locker. 120.000 Euro netto, natürlich. Und dann noch minus die ganzen Ausgaben, die du hast, bist du bestimmt bei 119.500 Euro netto. No front. Also irgendwann war ja auch so, dass er dann... So. Ja. Am Anfang sagt man, nur Matches, dann nur noch Ei, dann nur noch Duschen, dann nur noch dies, dann nur noch Kopf in Toilette, dann Klodeckel ablegen, dann... Ja, guck mal, kein böses Blut gegen Riton, aber am Ende des Tages hat er auch dann irgendwann angefangen, dann so zu battlen und dies und das und fand ich auch nicht gut, hab ich ihn auch dafür kritisiert. Soll ich dir was sagen? Ja. Jeder, der Matches macht, ist in meinen Augen kein Mensch. Also du auch nicht? Ich war kein Mensch. Und so, wenn du nicht drinne bist auf TikTok und so, ne, was die anderen machen und so, du denkst ja so, boah, Alter. Aber wenn du überlegst, habe ich wirklich auch sowas gemacht? Hm. Kommst du auf dein Leben nicht klar und so? Denkst du, war ich auch so peinlich? Also bereust du? Oder als ob das... Ja, natürlich bereut er das. Natürlich bereut er das. Er hat bis vor kurzem hat er noch Live-Matches gemacht, hat er noch eine Abschiebung gefaked und sowas. Ey, Mumpitz, danke dir. Danke dir, mein Bester. Hat er noch eine Abschiebung gefaked und sowas und sagt halt jetzt so, ja, das Mumpitz sind alles... Mumpitz 507 und 60 spendet 10.000 Euro auf ja, entspannten genau. Johannes, spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön für die 10.000 Euro und für die 3 Euro. Bin das erste Mal auf Twitch am Start und schaffe es sonst leider nicht live, sonst bin ich immer auf YouTube dabei. Beste Videos von dir und lieber an den Chat, ihr seid cool. Ey, dankeschön. Dankeschön für die 10.000 Euro und für die 3 Euro. Sehr, sehr lieb von dir. Was soll ich jetzt überhaupt sagen? Ja, genau, du machst halt einfach irgendwas Blödes, irgendwas, was richtig scheiße ist und sowas, dessen bist du dir auch bewusst und sagst dann 2 Monate danach, ey, ich kann es gar nicht fassen, dass ich sowas gemacht habe. Aber gleichzeitig sagt er ja, yo, würdest du das nicht machen, wenn du so viel Geld verdienen würdest wie ich? Hä? Du würdest es nicht machen? Und dann im nächsten Moment so, ja, ich würde das auch nicht machen. Nein, Leute, die Live-Matches machen, das sind keine Menschen für mich. Bist du inzwischen diese Live-Matches? Was heißt bereu, Bruder? Hätte ich die Chance, vielleicht würde ich immer noch so machen. So viel dazu. Wenn ich solange ich raus. Aber was heißt, hätte ich die Chance? Ist er gebannt auf TikTok oder was? Warum macht er das nicht mehr? Ich bin von diesen Sachen so, ne? Ja, ich sehe das nicht als bereuen so, oder eher so als peinlich. Wir haben uns blamiert bis zum geht nicht mehr. Also, du hast Live-Matches gemacht wegen Geld, ne? Du ja. Findest dich sehr peinlich deswegen, teilweise. Und du bereust es jetzt nicht, du würdest es wieder machen, wenn es schlecht laufen würde. Stimmt's? Naja, nee, also hätte ich einen Account, würde ich immer noch. Aber so zum Beispiel, es gibt andere, die erstellen wieder Account. 2-3 Wochen werden wieder gesperrt und machen trotzdem weiter. So hätte ich nicht gemacht und so. Ich könnte trotzdem immer noch so die Woche meine 4.000-5.000 rausholen, aber ist nicht mein Ding und so. Warum sollte ich mich so. Aber komm, du bist ja jetzt. Warum soll ich mich für 20.000 Euro ein bisschen blamieren? 20k, ja. Inzwischen kommst du mir, auch wenn es nicht lange her war, diese ekelhaften Sachen so. Kommst du mir schon ein bisschen reflektiert darüber, okay? Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage. Ich weiß, er meint das ultra ernst. Das ist sicher auch eine andere Situation, wenn du da halt im Talk mit ihm bist. Aber Barello sagt original das, was er denkt, was andere hören wollen. Barello würde alles, wenn er nochmal den Reset-Button hätte, dann würde Spooky er nicht... spendet 1 Million Euro, spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön für die 1 Million Euro, Bro. Und danke auch für die 3 Euro. Ohne irgendwas dazu. Der findet es einfach nur lustig, das zu spenden. Dankeschön, sehr lieb von dir. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Ah, genau, fix. Wenn er die Wahl hätte, auf einen Reset-Button zu drücken und alles nochmal so zu machen, wie er es gemacht hat, würde er das nicht machen, sondern er würde es machen und zwar noch viel früher. Er würde noch viel früher starten, damit er viel, viel, viel mehr Cash da rausholen kann und sowas. Boah, ich sag dir ehrlich, 60k im Monat und so, da mache ich dann auch meine Live-Matches, da ist es mir dann egal. Und dann mache ich das, weiß nicht, sag mal 2 Jahre lang, hab dann 1 Million. Oh, ja, gut, Steuern, Meuern und sowas. Gut, wurscht. Hab dann meine 600k auf der Seite, auf Chillomillo und ja. Hab dann Haus. Du hast ja da auch so eklig Fitner und so gemacht. Guck mal, Fitner kann man nicht machen.
nein, lass du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Fitna, Fitness über. Nicht machen. Ja, Fitness über. Beispiel, wenn du drinnen bist und sag mir mal, da ist dieser Ahmed. Also Fitna ist einfach nur so Beef und so ein bisschen so, yo, gegenseitig provozieren und sowas. Deswegen verstehe ich, was meint damit, das kann man nicht machen, natürlich. Und die sagen, boah, also gesagt, ihr hättet mich ausgelacht. Aber wenn die das zulassen, dann natürlich mache ich weiter, so weißt du? Ja, lass das zu, ich mache das, dann kriege ich meine Plattform, was ich möchte. Verstehst aber du, du provozierst das Ganze, ja, das meine ich halt. Das meine ich mit Fitner und du weißt genau, was ich meine, so muss ich nicht erklären. Okay, warum lassen die zu, dass ich das provoziere? Weil die auch deren Zuschauer wollen. Die wollen Zuschauer wollen wir. Ja, ich schütze die aus und dann... Ja, und genau das meine ich. Damit ist einfach Fitner gemeint. Ja, ich bin dir ehrlich, wenn ich live gewesen und so, ich denke, ich würde nicht mal mit dieser Fitner machen, weil guck mal, ne, ich kann jetzt nicht erzählen, weil du kannst, wenn du das auf YouTube post, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, mit dieser Fitner, dass es bis dazu fast gekommen ist, dass einer getötet wird. Kam es dazu? Fast. Wenn es, dazu, wenn es fast dazu kam, so, ist dann nicht die Frage berechtigt, ob du einfach aufhörst, also ob du damit aufhörst oder ob du es weitermachen wirst, weil... Anscheinend hat es ja schon dazu geführt, dass jemand fast gestorben ist. Sag ich ja gerade selber so. Ich das, einmal mit einer Person, wo wirklich das passiert ist, und einmal zwischen Großfamilien. Das kann ich mich erinnern. Ich musste privat telefonieren. Ja, siehst du? Ja. Ist klar, Bruder. Auf lustig ging irgendwann ernst. Ja, meinst du nicht, dass es irgendwann so also zu weit geht? Also jetzt nur kein Wunder irgendwo. Ich kann mich erinnern, Barello hatte einmal, ich weiß gar nicht mehr, was da genau passiert ist, aber wegen irgendwas hat er so ein Entschuldigungsvideo oder sowas drehen müssen. Und das kommt halt davon, oder das heißt, das kommt halt davon, natürlich so jetzt Gewalt oder sonst was ist jetzt nirgendwo gerechtfertigt, aber irgendwo muss einem auch bewusst sein, dass man nicht einfach so gegen jeden shooten kann im Internet oder dass man dann irgendwann auch Besuch vor der Tür haben könnte. Das ist halt das, was eigentlich jeder weiß so. Aber ich glaube, ihm war das halt wichtiger, in dem Moment einfach auf Krampf halt eben diese Fitner oder wie auch immer anzufangen oder da so ein bisschen zu provozieren, damit er eben Schlagzeilen bekommt, damit er wieder im Gespräch ist, damit er wieder mehr Views bekommt und damit er eben im Endeffekt auch mehr Cash dann damit machen kann. Und wenn du halt dann deine eigene Gesundheit so gefährdest, dadurch, dass du einfach sagst, naja, okay, ich ziehe jetzt durch und ich mache jetzt so viel Cash wie überhaupt möglich, dann, Bruder, ich sag dir ehrlich, Barello ist ein Typ, wenn es TikTok nicht gäbe, dann wäre der relativ verloren in der Welt. Sage ich jetzt einfach mal so wie ich ihn jetzt einschätzen würde. Vielleicht ist er ein lieber Typ oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er ein bisschen lost, geht er durch die Gegend und er hat halt nicht wirklich hohe, einen großen moralischen Kompass. Sagen wir es so. Aber eine größere potenzielle Geldquelle als TikTok wird er nie wieder finden und deswegen wird er das halt so heftig wie möglich ausgeschlachtet haben. Nur, wie gesagt, das ist halt einfach, gefährlich. So. Und dass man irgendwann vielleicht damit aufhören sollte und meinst, also würdest du jetzt, wenn du wieder anfangen damit würdest, ne? So, und du würdest nicht mal krasse Reichweite haben, so würdest du wieder damit anfangen, Fitness zu machen? Ich denke nicht. Weißt du warum? Weil jetzt ist egal, welche Account oder auf welche Plattform ich gehe, ich habe schon einen Namen. Egal wo ich gehe, ich krieg von alleine meine Zuschauer. Und jetzt könnte ich einfach ganz normal mit Frauen live gehen oder mit jemandem unterhalten, so ein bisschen verarschen und ich hätte meine Zuschauer, weißt du? Weil am Anfang hatte ich diese Namen nicht. Aber jetzt, wenn die Leute wissen, Barello ist da drin, die kommen von alleine, die Zuschauer, weil die lieben mich, ne? Egal was für Scheiße ich gebaut habe, die lieben mich, die feiern mich und natürlich nur Liebe für meine Community. Und ja, jetzt hätte ich nicht mehr gemacht, Bruder, weil ich habe gesehen, zweimal ist fast eskaliert. Und wäre es skaliert und so, hätte ich Schuldgefühle mein ganzes Leben. Aber schau mal, wann sind die Sachen passiert zweimal? Also wann war das her? Ungefähr? Vier, fünf Monate, du hast danach weitergemacht, so, ne? Und du sagst ja. Gott selber, du hättest es also zu Tode bereut, so. Muss denn erst jemand sterben, damit du mit sowas aufhörst, oder? Das ist ja das Ding, weißt du, was ich mir gesagt habe? Wieso? Erstmal was passiert, damit du aufhörst, und deswegen, genau. Gott ist groß, ich sage, mein Account ist weg, ich wurde gesperrt, dies und das. Allah macht einen Plan von dir kaputt, weil dein Ziel wird immer noch dein Ziel sein, wie ich erklärt habe und so, ne? Mhm. Aber Allah macht diesen Plan von dir kaputt, weil sonst der Plan dich kaputt gemacht hätte. Lieber, mein Plan geht kaputt,
Ich fange was anderes an, weil jetzt, guck mal, jetzt habe ich sauber angefangen. Ich distanziere mich von alles. Du siehst selber, oder nicht? Ja, ich sehe, du machst Twitch, du gehst nicht mal auf TikTok live, du machst da keine Dings mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ja, so, weil ich meine, ich finde aber so, keine Ahnung, du hast, also meine Meinung jetzt, ne? Ich finde, du hast aber auch sehr egoistisch gedacht, dass du damit weitergemacht hast und du dachtest so, egal, ich mach trotzdem, Hauptsache ich verdiene Geld, so. Guck mal, das sind so Sachen, man sollte niemals über alles für Geld gehen und du weißt selber, du bist auch sehr auf alles über Geld gegangen, ne? Das ist nicht schön so, weißt du, ne? Ist nicht cool. Ja. Und guck mal, ich hoffe wirklich, ne? Wie gesagt, man hatte ein paar Privatgespräche und so, ne? Und ich hoffe wirklich, dass du nun anfängst so zu reflektieren. Du denkst, ey, komm, 2024, ich ziehe einen Charter ohne Fitner und keine Ahnung was durch. Ich ziehe jetzt mein Ding durch auf Twitch, mache YouTube vielleicht noch so, ne? Und Boxkarriere, ja. Boxkarriere? Was macht der YouTube oder nicht? Oder hat er das jetzt nur so? Barello. Barello TV, schau dich an. Barello packt aus über Freundschaft, Geld, Verrat. Naja. Okay, die Views sind nicht schlecht, aber jetzt so deine 60k im Monat, die wirst du damit nicht unbedingt mehr bekommen. Nicht unbedingt mehr. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer er so auf Twitch hat, aber ich denke. Ey, Bruder, ich weiß nicht. 8000 Abonnenten für einen Barello ist halt auch gar nicht mal so gut, ne? Das ist halt das Ding irgendwo. Ich glaube, dass eine TikTok-Karriere rüberzunehmen auf eine andere Plattform ist mit am schwersten. Generell immer Plattform zu wechseln wäre sehr, sehr schwer. Ich glaube auch für mich wäre, also auch egal wie treu quasi deine Community ist und wie sehr die hinter dir steht und sowas, viele von euch oder vielleicht sogar die meisten von euch, ich habe keine Ahnung, haben kein TikTok oder so ungefähr die Hälfte, was weiß ich. Und dann wird schon mal die Hälfte wegfallen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich viele Leute TikTok installieren würden, einfach nur, um mich halt dann noch weiter verfolgen zu können. So, ein paar würden es ganz sicher machen, gar keine Frage, aber so, ich gehe jetzt vom durchschnittlichen Zuschauer aus, der will das nicht. Der bekommt mich in den Vorschlägen angezeigt und denkt sich, ja, ist ein nice Video, schaue ich mir an. Zack. Aber gleichzeitig, wenn ich mir denke, okay, ich würde ihm nicht vorgeschlagen werden, dem Zuschauer, sondern ein Barello würde ihm vorgeschlagen werden, dann würde er sich vielleicht sogar überlegen, ey, schaue ich mir nicht das Barello-Video an, einfach nur, weil es mich interessiert. So, ich mache das ja auch. Ich schaue mir die Sachen an, die mir vorgeschlagen werden. So funktioniert dann einfach der Algorithmus und pick mir da halt da das Beste raus. Deswegen nochmal 8000 Abonnenten da innerhalb von ein paar Wochen auf seinen YouTube-Kanal zu bekommen. Er kann es ja probieren und ich bin mir sicher, er verdient immer noch nicht schlecht mit Twitch, egal wie viele Zuschauer er hat, aber, und er kann sich auch ein bisschen ausruhen auf dem Geld, das er gemacht hat, aber langfristig muss er sich vielleicht was anderes suchen, ich weiß es nicht. Junge, jetzt ganz kurz, ne? Deine Boxkampf-Dinger, das war einfach eine Straßenstegerei. Als hättest du dich mit irgendeinem anderen Vater geschlagen, du hast auf ihn geschlagen wie so ein Nix, Alter, aus der Boxkarriere. Also was nicht ist, kann noch werden. Du kannst natürlich noch trainieren, ne? Aber ich meine so, ja. Digga, das war wirklich das war Frankfurt. Ja, stimmt doch. Noch etwas, was mir gerade zu Live-Matches eingefallen ist. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr mit den Live-Matches auch sehr oft einfach den Islam in den Dreck gezogen habt? In dem Sinne, dass zum Beispiel ihr 80 Mal geschworen habt, dass ihr im Namen, warte, das musst du ausreden lassen, dass ihr im Namen von Gott euch gedroht habt, jetzt nicht du hast zum Beispiel teilweise, also bei dir war es immer so, du hast immer Wallah gesagt, bei jeder Kacke so, ne? Die anderen, denen hast du eine Plattform gegeben, die haben neben dir auf Gottes Namen geschworen, dass sie den und den umbringen werden, zusammenschlagen werden und keine Ahnung was, ne? Und hast du bist ja nicht dumm, hast du nicht irgendwie gemerkt, ey, guck mal, das sind irgendwie Leute, die keine Muslime sind und denken sich jetzt, was ist mit dem Muslim los? So, damit wurde absolut der Islam nochmal so in den Dreck gezogen. Also glaub mir, ich glaube, du weißt gar nicht, was für einen Impact das hatte, was ihr da gemacht habt, ne, immer. Und hast du das nicht gemerkt, dass du einfach den Islam da krass in den Dreck gezogen hast mit den anderen? Also, du hast gerade gesagt, mit Live-Matches. Du meinst mit Livestream, nicht Matches. Ja, oder? Matches, Livestream, also das Gleiche. Ja, ist ja wurscht mit was. Ja, also mit Livestream und so, ich bin dir ehrlich, wäre ich kein Moslem und so, ne? Und ich würde sehen, was die Muslime machen, ich würde niemals sagen, ich will konvertiert zum Islam. Siehst du? Und du warst so dieser Größte davon und du hast alle groß gemacht, du warst so quasi der Anführer von diesen ganzen, du warst der Größte von denen, so, ne? Mit dem Menschen, mit dem du live warst, das waren die größten Drecksmenschen, die es gab. Also wirklich, also mit einer der größten Drecksmenschen, die es so
gab im Social Media Bereich, du hast ihnen erstens eine Plattform gegeben und du hast auch bei jedem zweiten Satz Walla gesagt. Dieses Walla, dieses Wort Walla wurde einfach. Also nochmal, ich kenne halt die meisten Leute nicht, mit denen er so live war. Ich bin da überhaupt nicht so drin in der Szene. Aber jetzt mal re-re-talk, wenn er von sich selber schon sagt, so yo, wenn ich jetzt kein Moslem wäre und ich würde sehen, wie die Leute da mit ihrem Glauben umgehen, also in dem Fall einfach Barello und seine Gefährten, wer auch immer das dann sein mag, dann würde ich nicht konvertieren wollen zum Islam, dann ist halt wenigstens schon mal, okay, wenigstens sieht er ein, dass das, was er macht, nicht wirklich ein tolles Bild auf seinen Glauben wirft, was halt einfach schade ist, weil im Endeffekt, du musst es ja nicht mit reinziehen, du musst ja nicht sagen, yo, ich schwöre auf Gott oder keine Ahnung, das ist dies und das und jenes, sondern du machst es halt einfach nur, weil das halt ein bisschen krasser klingt, weil es ein bisschen dieses Extra ist, weil es ein bisschen mehr einfach aus dir rausholt. Weil sich dann Leute vielleicht auch denken, ey, der macht das halt, um seinem Glauben zu schaden. Und das sind ja auch Schlagzeilen, ne? Also negative Schlagzeilen sind halt auch Schlagzeilen, wenn es halt einfach nur um schnelles Geld geht. Einfach mit diesen ganzen Livestreams einfach in den Dreck gezogen, das wurde nicht mehr ernst genommen. Und Leute haben Walla wie ja gesagt. Walla, ja, stimmt. Guck mal, ich sag wieder Walla. Ja, siehst du? Ja, guck mal, das ist auch eine Gewohnheit, ne? Man will das natürlich abgewöhnen und so, ne? Aber irgendwann, wenn jeder sagt Walla, 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 da gewöhnt sich mal mehr und sagt, Walla, Walla ja. Zum Beispiel, Ayat al-Quran, Walla, ich werde dich machen. Walla, zum Beispiel ein Abu Hamza, oder dann kommt ein Harun, dann kommt der andere, dann ich genauso. Die anderen sind schuld. Ja, zum Beispiel auch so ein Harun, Digga. Also, das ist, also ich zitiere ihn jetzt mal, okay? Er sagt zu anderen Leuten, Walla, ich lasse dich auf Flasche setzen, so. Also, das ist erstens so, also total allein unlustig. Allein dieses Wort Allah mit Flasche sitzen. Ja, verstehst du, und ich verstehe, was du meinst. Ja, natürlich, das. Guck mal, ich fand dich ja teilweise, also ganz kurz, ich fand dich ja teilweise auch sehr lustig, so, aber immer, als du so Walla und islamische Sachen in den Dreck gezogen hast, habe ich immer so Abtörn bekommen und dachte mir, Digga, was falsch mit ihm, weiß ich meine? Ja. So, du hast dich auch sehr oft mit dem Islam befasst und auch in der Livestreams haben zum Beispiel so Menschen wie dieser Islam-Quiz, so, die gesagt, ey, hört oft da so zu vermischen oder tausendmal Walla zu sagen. Deswegen, ich habe zu anderen auch gesagt, aber dann am Ende, wie ich selber war, was ich war, okay, guck mal, zum Beispiel, ich habe auch zu oft das gesagt, aber, weil soll ich sagen, ja, ich hatte irgendwann das Gefühl und so, wird in den Dreck gezogen und so, ne, und deswegen, Gott sei Dank, bin ich in diese ganze TikTok-Scheiße nicht mehr rein und so, ne, weil, wie viele Sünden ich dort gemacht habe und so, will ich gar nicht wissen, ja. Ja. Okay, also die Aussage war jetzt einfach, yo, irgendwann haben alle anderen damit angefangen und jeder sagt das dann und dann ist das einfach in deinem Sprachgebrauch so integriert, dass du das halt einfach auch verwendest. So, also ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass dir das passieren kann, dass wenn du sehr viele Menschen um dich herum hast, die Wort XY sagen, jeder sagt jetzt Ponyhof um dich herum, dann wirst du es auch irgendwann mal sagen. Aber vielleicht kannst du ja dann trotzdem, nachdem dir das auffällt, wenn du das gesagt hast, kannst du dann sagen, ey, ja, keine Ahnung, das war jetzt nicht so in dem Zusammenhang, das habe ich jetzt nicht gemeint, das habe ich jetzt einfach nur so rausgehaut oder sowas. Es nimmt halt irgendwo so die Glaubhaftigkeit hinter deiner Überzeugung, nimmt das halt raus. Und das ist halt eigentlich etwas, was du vermeiden wollen solltest. Also bist du der Meinung, also was auch wichtig ist, was ich auch will, dass du das auch mal bestätigst, so, guck mal, Freunde, Barellos Verhalten, ne, auf jeden Fall von vor ein paar Wochen und das von den letzten 3 Jahren, spiegelt auf jeden Fall nicht oder repräsentiert auf jeden Fall nicht das Bild von dem Islam wieder. Stimmt's? Ja, das sowieso. So, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Habe ich auch immer in meinen Videos gesagt. Zum Beispiel auch in Hamid. Von keinen auf TikTok. Genau. Viele denken, boah, von denen. Aber was, verstehst du, was ich meine? Wir sind Muslime. Also Islam ist richtig. Die Menschen sind nicht so richtig. Also die sind nicht. Ja, wie ich gesagt habe, zum Beispiel, ich habe ja auch in meinen Videos gesagt, zum Beispiel bei Hamid, okay? Der hat zum Beispiel in Gottes Namen mir gedroht, dass er meinen Kopf abschneiden will. So. Und da habe ich auch gesagt, Freunde, guck mal, ich bin selber Muslim. Ich weiß selber, was für ein Bild das wird, wenn jemand sowas macht, ne? Und wenn jemand einen Fehler macht, dann gib ihm die Schuld und nicht den Islam. Weil der Islam ist perfekt, er ist es nicht. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch meine Fehler. Und du bist auch der Meinung, so, du machst deine Fehler. Und du repräsentierst auch nicht den Islam wieder. Und das verstehen die meisten nicht. Die meisten denken, boah, der ist Moslem. Alle Muslime sind so. Verstehst du? So. Und das Ding ist, bei den Leuten, die das sagen, ist ja nicht so, dass sie sagen, boah, nur Barello ist falsch. Die gucken dann alle Muslime auf TikTok, die denken, ja, jeder ist doch gleich. Verstehst du, was ich meine? Die sagen, okay, abgesehen von Barello. Die sagen, aber was mit Harun? Aber was mit dem? Die sind doch alle gleich, die Muslime. Alle sind
gleich so, gleiche Scheiße und so. Ja, und wenn sich dann so 20 genau also gleich verhalten, dann denken die auch irgendwann wirklich so, weißt du, ich meine, natürlich, also wir reden jetzt nur von wir reden jetzt nur von diesem Bettler und keine Ahnung was, wir reden jetzt nicht gerade von, es gibt auch andere Muslime, die zum Beispiel Islamvideos machen und ein schönes Bild abwerfen, ein gutes Beispiel sind so, ne? Aber wie gesagt, so, muss ich dir einfach so sagen, so, ihr wart auf jeden Fall nicht. Ihr wart wirklich, das, was sogar den Islam auseinandergefüllt genommen hat, Digga. Verstehst du? Leute haben euch gesehen, dachten sich, boah, auch so, dachten sich auch so Kanaken, was ist mit den Kanaken los? Was soll man machen? Möge Allah die alle recht leiten und mich auch und jeden von uns. Und das bereust du auch, ne? Das ist halt die klassische Aussage, so, was soll man machen? Was soll man machen? Es ist halt passiert, ich habe einen Fehler gemacht, ich distanziere mich und so. Ey, es ist ja gut und schön, wenn die das halt, oder wenn es halt ein paar Sachen gibt, wo du sagst, ja, da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber das ist okay, dass das passiert ist. Und dann gibt es halt eine große Sache, wo ich sage, ja, das war jetzt wirklich ein größeres Hoppala, da habe ich halt einfach nicht aufgepasst, das ist mir im Livestream passiert und so weiter und so fort. Aber das war ja, also, wenn es jetzt sagt, die letzten 3 Jahre von deiner Online-Präsenz sind einfach absolut schlecht gewesen, absolut schlecht, einen schlechten Einfluss gehabt auf andere Leute, einen schlechten Eindruck gemacht, Leute angelogen, Sachen gefaked, Sachen für Klicks einfach ausgenutzt und sowas. Und dann sagst du so, yo, jetzt bin ich hier seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Wochen eben, seit, sagen wir mal, 3-4 Wochen oder sowas, ist mein Kanal gesperrt und jetzt bin ich ein komplett anderer Mensch und ich distanziere mich davon und sowas. Das ist halt, Bruder, wenn das halt nicht passiert wäre, dann hättest du genauso weitergemacht und dann hättest du genau, dann würdest du das jetzt nicht einsehen. Und ich glaube nicht, dass halt dieser Moment, dass er dann gesperrt wurde und dass er sich dann hingesetzt hat auf einen Felsen irgendwo in den Bergen und da meditiert hat, 4,5 Wochen, und dass er dann gesagt hat, so, yo, jetzt habe ich es eingesehen, jetzt war ich wirklich ein schlechter Mensch, aber ich bin ein komplett anderer Mensch jetzt und sowas. Das ist halt einfach eine andere Kultur. Auf Twitch kannst du sowas halt nicht machen. Auf Twitch wirst du halt gleich gebannt, wenn du halt alle möglichen Sachen, die Barello eben gemacht hat, machst. Und das als letztes Standbein halt auch noch zu verlieren, das wäre halt echt nicht gut für Barello. Und ich glaube, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er auf YouTube mit langem Content erfolgreich werden würde. No front, maybe mit YouTube Livestreaming oder sowas. Aber der Charakter Barello funktioniert halt einfach mit absolutem Abstand auf TikTok am besten. Und da ist er halt gerade nicht mehr aktiv. Und deswegen, du siehst ja, er muss sich halt einfach anpassen an die neue Situation. Nur ob es halt so gut funktioniert, mit der Vergangenheit auf eine Plattform zu wechseln, wo halt, ich sag jetzt mal, die Moral doch eher etwas höher angesetzt ist, weiß ich nicht. Ja. Also 100% so als Muslim so. Ich muss das sogar abgewöhnen, weil jetzt sage ich immer noch, nicht wie früher, bei jedem Satz, walla walla, aber jetzt sage ich immer noch, aber muss ich trotzdem abgewöhnen. Ja, guck mal, ich hoffe, dass du auch, also du weißt selber, du musst dafür irgendwann gerade stehen. Diese Menschen, diese ganzen Menschen sind gerade ohne dich nichts. Das sind gerade, die sind gerade alle am Kämpfen, um noch das letzte Ding rauszunehmen, das Geld rauszunehmen, verstehst du? Ich weiß. Und wenn du wieder anfangen solltest, guck mal, einfach aus dem Respekt zu den Leuten, die dir gerade zuhören, die dich ernst nehmen, auch für mich, tut mir einen Gefallen, gib nicht jeden, ey, die Plattform. Kein Hamza, kein Clint Ivo, kein, keine Ahnung wer. Achte auf wen du Plattform gibst und wen nicht. Zum Beispiel, du gibst eine Plattform und wenn du den groß machst, obwohl du weißt, der hatte davon nur 90 Zuschauer, dann musst du auch in meinen Augen, ne, dafür gerade stehen, wenn er dann irgendwann eine ehrenlose Scheiße macht, weil du bist der Grund, warum der wieder eine Plattform hatte, verstehst du? Und einfach, das für die Zukunft so. Aber Bruder, wenn du richtig überlegst, ich habe den Plattform gegeben. Aber warum machen die keine gute Taten? Ja, zum das Beispiel, ist es ja. Du gibst Plattform, aber was die machen und so, dann ist denen überlässt. Zum Beispiel, ich kann jemand Plattform geben und so, ne? Vielleicht spendet er an arme Menschen. Dann sagt keiner zu mir zum Beispiel, boah, Barello, das hast du gut gemacht. Immerhin guckt die Leute auf, Barello hat die Plattform gegeben, guck mal, wie die sich verhalten. Guck doch auf die Guten, weißt du, wie viele... Ja, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, um wen es da jetzt geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Leute die größten Engel waren und dann von Barello gepusht wurden und dann komplett abgerutscht sind, sondern ich glaube eher, dass es Leute waren, die vielleicht auch vorher auch nicht gerade der beste aller Einflüsse waren. Zum Beispiel waren. Auch, wo ich mit Islam Quiz war, den Islam angenommen haben. Zum Beispiel. Ja, safe. Da guckt keiner zum Beispiel, ne? Hack geht drauf, also der Hack ist Hack, ja. So, das Ding ist... Also, aber trotzdem immerhin... Also Plattform bieten ist halt immer generell schwierig, wie man das halt einstuft, aber ich denke mal, wenn du halt mit jemand anderem live bist, dann geht es ja wirklich auch darum, dass ihr halt gemeinsam Geld einnimmt. Da geht es ja darum, yo, wir machen jetzt ein Live-Match, du bekommst Geld, ich bekomme Geld, wir teilen uns quasi die Zuschauer, weil wir machen ja gemeinsam Content und sowas. Das ist jetzt wie wenn ich mit jemand anderem live streamen würde. So, ich gehe jetzt live gemeinsam mit Tanzverbot. So, da ist jetzt neben mir Tanzverbot und fertig aus. So, das ist halt das Thema. Also da sehe ich das dann schon ein, ne?
90% habe ich zu Scheiße geführt, also zum Dreck. Und 10% zum Guten, so zum Beispiel. Nur 10% haben gute Sachen getan und so gute Taten, also von den Menschen. Aber Hack ist Hack, ne? Also das Ding ist, in diesem Interview geht es ja so, geht es ja darum, dass ich so kritisch auf dich eingehe, verstehst du? Natürlich habe ich auch schon von anderen Menschen gehört, dass du sehr viel gespendet hast zum Beispiel. Ich glaube, das gibst du auch nicht offen so zu, weil du willst eher so, das so für dich lassen. Darüber will ich nicht reden. Da siehst du so, das ist zum Beispiel auch eine gute Eigenschaft und alles, ne? Aber es geht einfach darum, guck mal, wenn du weißt, okay, ich gebe ihm Hamza gerade Plattform und ich weiß, er wird in 2 Minuten alles, was es gibt, Toten und Dings von einer anderen beleidigen, wenn er irgendwie abgefuckt wird, so, ne? Dann gibt man denen keine Plattform mehr. Verstehst du, ich meine? Wenn du weißt, ja, der eine. Mehr. Aber in diesem Moment, ich war so im Fitner drin, ich habe mich gefreut, oh mein Gott, oh, ich habe so geschrien, damit die Zuschauer hochgehen. Verstehst du, ja, ich weiß, aber ich meine so. In das Zukunft, hat mich nicht genug, was andere gemacht haben. Ich meine, in Zukunft ich einfach. Mich. Ich meine. Deswegen. Ich bereue das, ja. Ja, und einfach, dass du auch so nochmal so darüber nachdenkst in Zukunft, ey, sollte ich jemals TikTok machen? Werde ich eine Plattform geben oder nicht? Und einfach. Und schau, das ist halt das Ding, warum wir jetzt erst dieses Barello-Interview bekommen, weil natürlich, er hätte das früher wahrscheinlich auch gesagt, aber jetzt kann er wenigstens sagen, yo, ich distanziere mich davon, ich finde das jetzt nicht gut und ich finde das ja halt ganz schlecht und sowas. Weil was willst du anderes sagen als yo? Ja, sicher leichter so, oder klar. Was willst du anderes sagen als yo, das hat mir alles nicht gefallen, was ich gemacht habe. So, wenn du jetzt immer noch live TikTok-Matches machst und sagst, yo, ich finde, die Leute, die das machen, sind keine Menschen, dann kannst du nicht morgen wieder oder am Abend danach ein TikTok-Live-Match machen. Das funktioniert so nicht. Ich meine, bei Barello wird das funktionieren, weil den nimmt eh keiner mehr ernst. Also so, no, ernsthaft, no front, nur es ist halt irgendwo, ja, auch ein Front an der Stelle. So, weil wenn du dir halt deinen eigenen Ruf so zurecht biegst, dass halt das im Ende dabei rauskommt, dann kann ich halt auch nichts mehr für dich tun. Ich glaube halt, jetzt ist halt wirklich so ihm bewusst, dass halt, wenn TikTok aus ist, wenn es aus dem Internet quasi kein Cash mehr gibt, dann musst du irgendwo anders hin. Und das ist halt jetzt Twitch. So wie ich vorhin gesagt habe, na, das ist jetzt Twitch. Und wenn es Twitch auch nicht mehr geben würde, dann wäre das ganz, ganz schlecht, weil dann müsste er wieder ganz normal arbeiten gehen. Und das wird erstens schwer, wenn du vielleicht nicht so hinter der Arbeit stehst oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie er halt da, vielleicht ist er ja auch vielleicht sogar Boy, aber zum anderen, wenn du halt auch einfach Barello bist. Also jetzt nur no front, wenn du dann liest, yo, hier, Barello bewirbt sich bei uns, oder du wirst es vielleicht auch gegenchecken mit seinem echten Namen. Ich schätze mal, sein echter Name ist bekannt, so fame wie er ist, dann weiß ich halt nicht, ob du diese Person einstellen wollen würdest. Darauf achten, verstehst du? So. Ich habe das nicht als schlecht gesehen. Ich hab mir gedacht, ich gönne den auch Brot und so, weil die mir leid getan haben. Ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, boah, weil viele sagen so, ja, aber du hast uns auch ausgenutzt und so für dein. Natürlich habe ich dann auch meine Plattform gehabt und so, ne? Aber für mich ist das gleiche, ob ich Umut nehme, ob ich Ballerella live nehme, ob ich Harun live nehme, oder ob ich einen anderen, neuen Charakter reinnehme. Für mich war das gleiche. Ich habe ja nur dann ausgesucht, ne? Weil ich habe gesagt, boah, der Arme tut mir leid, er soll auch sein Geld machen. Und jeder von denen hat über 100.000 Euro gemacht, ne? Kann ja, guck mal, sagen, und wer. Mir geht es sich um dieses Geld und keine Ahnung was, guck mal. Mir geht es einfach darum, dass diese Menschen, guck mal, ich kann nicht die Welt retten. Es ist einfach so, ich kann nicht die Welt retten. Alter. Und vielleicht ein bisschen etwas zu einem besseren Ort machen. Und wenn ich dafür sorgen kann, dass zum Beispiel 20, 30 Menschen nicht mehr den Islam kaputt machen, dann ist es für mich, das ist für mich Sieg, das ist Epic Win, Digga, weiß ich meine. So, und deswegen sage ich dir, wenn du in Zukunft wieder anfangen solltest, dann achte, wenn du Plattform gibst und wenn nicht. Ich habe mir gerade eben genau das gleiche gestellt. Ich habe mir ernsthaft gedacht, jetzt wo er gesagt hat, 100.000 Euro, ich habe mir so gedacht, wenn ich 100.000 Euro im Monat verdienen würde, würde ich dann noch in der Dachgeschosswohnung da oben wohnen. Ich weiß ja nicht, vielleicht gefällt ihm die Wohnung so gut, nur ich denke mir, 100.000, Bruder, da kannst du schon was leisten. Da kannst du dir in original 2 Monaten eine Wohnung kaufen. Oder sagen wir in 4 Monaten nach Steuern. Und nochmal kurz zu Live-Matches. Wie viel hast du jemals, also umsatzmäßig mit deinen... Glaubt ihr, er sagt, wenn er davor ist, das zu sagen, dann pausiere ich. Bettler-Streams gemacht. Also du musst die Frage nicht beantworten, ne? Du kannst, wenn das dir zu privat ist, das nicht beantworten. Und auch kurz gefragt, weil viele dir das vorwerfen, Steuern bezahlst du auch, oder? Weil Leute sagen, dass... Also ich dachte auch immer, du bezahlst keine Steuern. Sag ich ehrlich. Doch, ich zahle 100%ig Steuern. Okay, und
Was hast du so... Wenn Umsatz ich, oder Gewinn? Umsatz, sag mal ehrlich, was hast du Umsatz? Was machen wir mit TikTok Live mit? Bruder. Ich weiß ja nicht, wie lange er das schon gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange er das gemacht hat und was so seine Hype-Phase war und wie viel er da in seiner Hype-Phase so gemacht hat. Ich glaube, also 1 Million Minimum. 1 Million Minimum. Ey, freut mich, dass Rezo auf mich reagiert. 1 Million safe. Ich sag 1,5. Dann sind das immer noch nach Steuern 750k ungefähr. 1,5 klingt auch so wenig für Barello-Verhältnisse. Ich weiß, das sind immense Summen, aber der haut da auch Summen raus. Er sagt so, wozu soll ich für 20.000 Euro da noch einen extra TikTok-Account machen und sowas. Boah. Ja, heute Kaiser 99 Raid. Umsatz in dieser ganzen Zeit, letzten 3 Jahren. Umsatz, geh mal. 1,6. Laber nicht. Ein Jahr, damals gehypte. Friends. 1,5 war meine Schätzung. Glaubt ihr, dass er bisher alle Steuern gezahlt hat? Na, bisher wird er es noch nicht gezahlt haben. Weil wenn er... Warte, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt für 2022, für 2022, glaube ich, muss ich jetzt Steuern zahlen. 750k, oder war das 2021, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ist ja egal. 750k wäre klar hinterzogen. Also ist mal Real Talk. Ey, imagine, du hast 1,5 Millionen Euro. Einfach Steuerflucht. Na, würde ich natürlich nicht machen. Aber so als Barello könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es zumindest mal so in deinem Kopf so war. So, ey, entweder ich zahle 750.000 Euro Steuern oder mehr, 800.000 Euro Steuern. Oder ich verschüss mich einfach und habe halt ein schönes Leben. Ja. Imagine. Ey, aber 1,6 Millionen Euro. Also mittlerweile klingt das gar nicht mehr so viel. Es klingt gar nicht mehr so viel, einfach weil ich halt die ganzen Summen hier gehört habe. Yo, der macht 40k im Monat, der macht 60k im Monat, der macht 100k im Monat. Boah. Ey. 1,6 Millionen Euro. 1,6 Millionen? Okay, man muss fair, also eigentlich würde ich jetzt, ich glaube, man muss fairerweise sagen, ihr habt so jede Woche 10, 15, also das war ja immer, jede Woche war ja irgendwie Rangliste. Ne? Und real, weil es gibt Menschen, guck mal, es gibt Menschen, die geben zurück, weil du weißt schon, einer, der eine Firma hat, kann Steuern absetzen, indem er bei dir spendet. Okay. Dann, es gibt Leute, die geben das zurück, aber dafür hast du mich hochgemacht. Bei mir gab es sowas nicht. Wer mir gegeben hat, hat mir gegeben. Verstehst du, was ich meine? Also hast du ernsthaft 1,6 Millionen Umsatz mit Dings gemacht? Ja. Voila. Das ist so... Ich stell dir das mal ganz kurz vor. Du wirst wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nicht so viel Kohle machen wie der Typ in 3 Jahren. Wie der Typ, von dem wir gerade hier 50 Minuten feinsten Content genossen haben. Es ist eigentlich unfassbar. Und jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sich das so viel unterscheidet von dem, also dass sich der Gewinn so viel unterscheidet von dem, dass sich der Umsatz so viel unterscheidet von dem Gewinn, weil was braucht er zum Streamen? Da hat er nicht irgendwelche heftigen Schallisolierungen, der hat jetzt kein eigenes Studio gemietet, wovon er streamt, sondern der hat halt einfach immer in seiner Küche so gestreamt oder in seinem Wohnzimmer oder sonst was von irgendeinem iPhone. Also der wird vielleicht so 2, 3 Handys gekauft haben und dann ein paar Mal, was hat er noch? Vielleicht hier so ein Mikrofon oder hier mal Kopfhörer oder vielleicht so ein Stuhl. Also der wird ein paar tausend Euro Ausgaben haben, wenn überhaupt. Wallah, alhamdulillah. Aber trotzdem, guck mal, immer noch bodenständig. Ich chill immer noch gleich. Der Boxkampf ist geschehen vor ein paar Tagen und darf man wissen, was bekommt man für einen Boxkampf? Erzähl mal. Ja, aber dann ist eh klar, dass du denkst, yo, ich habe 1,6 Millionen gemacht. Wozu soll ich jetzt noch für 20k neue TikTok-Accounts machen? Gute Frage, also über Geld rede ich nicht gerne. Aber... Was? Bruder, du hast mir gerade eben gesagt, wie viel du in deiner ganzen Karriere gemacht hast.
Nicht wenig. Oder über- darfst du es sagen oder darfst du nicht sagen? Ich darf nicht sagen eigentlich. Ja, deswegen okay, sag das wahrscheinlich auch nicht. Dann sag nicht, aber was ist dein Lieblingszahl? 40 um den Dreh. Ich feier diese Zahl. Ja, 40? Ist jo, die- ich feier diese Zahl, also war immer mein Lieblingszahl. Also 40.000 ist dein Lieblingszahl? Ja, ich feier diese okay, Zahl. Ah, okay, dann ist meine Frage, was dein Lieblingszahl ist, natürlich, ne, beantwortet. 40 Euro? Das finde ich auch okay, ja. Wurdest du mal ernsthaft wurdest immer gepackt? So aus Spaß und hier gespielt, gepackt, wurde ne? Ja doch, oder? Aber... Ich glaube, ey, ich würde... Das ist wirklich eine Sache, die ich ihm glaube. 1,6 Millionen, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das sofort. Ich glaube ihm das sofort. Wurdest du auch mal in Ernst gepackt? Also, dass jemand wirklich... Also, wenn du dir überlegst, es gibt Leute, die streamen auf Twitch, wie Montana Black, größter Twitch-Streamer, hat auch mal in einem Jahr 1 Million Euro gemacht. So, aber er hat hier 3 Jahre lang durchgezogen als größter TikTok-Spendensammler quasi. Das sind 1,6 Millionen Euro, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Du hast ja gegen sehr große Namen geschossen, ne? Gegen so Rocker und keine Ahnung was. Wir nennen keinen Namen, okay? Aber ich denke jetzt nicht, dass sie das auf sich sitzen lassen, weil du hast eine große Reichweite, du machst sie lächerlich so. Und gab es mal irgendjemand, ob es ist eine Familie, Rocker oder auch einfach nur so normalen Typ war, der sich gesagt hat, ey, dich gepackt ja. hat? Ja? Ja, ich wurde auch gepackt. Aber ich muss ja auch was sagen, diese Entführungen, die im Stream waren, die waren auch fake. Ja, das ist ja für mich klar gewesen, so, ne? Aber wurdest ja, du mal so ne? ernsthaft wirklich gepackt und die haben dich geholt und die haben gesagt, ey, was machst du da? Geholt nicht, aber selber hingegangen schon. Bevor okay. ich geholt werde, gehst du lieber selber hin. Okay, wie oft? Okay, wann war das erste Mal? Wie? Wann war das erste Mal? 9 Monate, sagst du, ne? 9 Monate, ja. Okay, und du musst keinen Namen nennen, weil nicht, dass du jetzt nochmal Probleme bekommst, aber was ist da passiert? Ich wurde wie in einen Keller reingetan. Also du bist hingegangen oder haben die dich geholt? Ich bin selber hingegangen, ne? Bevor die mich holen, lieber gehe ich selber hin. Ach, bevor du jetzt zu deiner Mutters Wohnung oder Omas Haus kommst, bist du selber hin? Ja, verstehst du, was ich meine? Oder bevor die mich irgendwo erwischen, lieber gehe ich selber hin und ich biege das gerade und so. Weil ich bin ein Mensch, wenn ich was mache, ich muss das immer gerade biegen. Sonst kann ich nicht schlafen. Okay, und du bist dann da hingegangen? Mhm. Und dann? Bin hingegangen. Ich wurde zur Rechenschaft gezogen, ne? Inwiefern, wenn du sagen willst, hast du eine Backpfeife oder so bekommen oder hast du Schläge bekommen? Du musst es nicht sagen, es ist einfach jetzt nur so, also wenn du ich glaub, sagen ich würde willst. Ich glaube, ich würde es an deiner Stelle gar nicht erst sagen, aber. Es kam dazu. Auch. Du hast Schläge bekommen? Einmal. Nee. Von diesen 2 Personen, die, wo ich gepackt wurde, wo ich gesagt habe, nicht. Aber von anderen schon. Okay. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich habe die ganze Karriere von Barello nicht so mitverfolgt, aber ich glaube ganz ehrlich, dass er da trotzdem noch relativ glimpflich so davon gekommen ist. So, der Typ sitzt immer noch hier, er ist immer noch kerngesund. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Leuten oder sonst was hat. Kann sein. Weiß nicht, so lange ist es jetzt nicht her, dass er die ganzen TikTok-Live-Matches gemacht hat. Aber wenn er halt sagt, yo, er wurde hier und da, also die und die Situationen waren halt mal fake, und das war inszeniert. Ich habe keine Ahnung, was für Entführungen im Livestream, wovon er da redet, aber kaufe ich ihm sofort ab, dass es da irgendwelche inszenierten Entführungen auch gab, wenn er alles andere auch gefaked hat. Ja. Also noch andere? Ich dachte, es geht um diese zwei. Zwei, wo ich selber hingegangen bin, ne? Hm? Mächtige Namen. Ja. Yeah. Da gibt es auch 2 andere, wo ich erwischt wurde. Okay. Einmal in Dönerladen. Ne? Okay, und hast du Schläge bekommen? Du kannst ruhig sagen, keine Ahnung, es ist passiert so. Du bist fresh und du kriegst einfach. Egal, was passiert ist. Das Thema wurde so geklärt, dass keiner mehr darüber redet und ist erledigt. Okay. Dann rede ich mal darüber. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich das wieder auch mache. Und okay, dann lass mal diese Dönerläden-Geschichten zu. Also die erste war einfach, da bist du hingegangen, ne? Und dann musstest du gerade stehen für Sachen, die du gesagt hast und hast auch ein bisschen Schläge bekommen. Stimmt's? So mäßig, aber ich wurde auch angeschrien, dies und das. Aber ich hab's danach trotzdem geklärt gehabt.
Ja, klar, man kann alles klären. Okay. Und, okay, krass. Und beim zweiten Mal? Machen wir das? Beim zweiten Mal? Wie lange ist das her? Das ist NRW gewesen. Was? M-Punkt, ey, Spaß. Was du, ey. Das ist NRW gewesen und Gott sei Dank, wie ich da rausgekommen bin, weiß nur Gott. Willst du da eine kurze Story machen? Guck mal, wenn ich irgendwas erzähle, die Leute kennen mich so gut, dass sie direkt wissen werden. Lieber erzähl ich. Die Leute werden direkt wissen. Die werden nicht wissen, Digga. Die sind genauso wohl wie du, Alter. Aber die werden, die sind so wie du. Ja, ich denke schon, dass man das dann mitbekommt. Und by the way, ich glaube auch nicht, dass es fake ist, was er erzählt oder sonst was. Also ich habe das schon, ich habe das nicht so mitbekommen, was mit Barello alles abging, aber ich habe mitbekommen, das, was abging. Das habe ich mitbekommen. Nur ich, TikTok generell, ich bin froh, dass ich Barello kenne, dass ich weiß, wer Barello ist und was er so gemacht hat, aber viel mehr. Die wissen alles. Du erwähnst ja keinen Namen, die können ja viel raten, so, weißt du, ich meine. Die wissen direkt, die wissen. Okay, komm, ich skippe hier mal ganz kurz vor, so zum Ende. Abschließende Worte, was haben wir dazu sagen? Hast? Ich vertraue darauf, so, ich bin nicht dein Vater oder sonst irgendjemand, so, ich bin einfach jemand, der dich so im Internet kennt, der dich kritisiert hat und einfach so Hoffnung darin sieht, dass er einfach keine Scheiße mehr macht und ich hoffe, dass du einfach aufhörst mit diesem ganzen Kack, ne? Dass du jetzt einfach Twitch durchziehst. Du machst ja Twitch, RP, dies, das jetzt. Da kannst du ja so viel Fitness machen, wie du willst. Das ist alles nur Rollenspiel. Und dass du dabei bleibst und nicht wieder auf irgendwie ekelhafte Gedanken kommst, wenn es nicht wieder so krass läuft. Weil die Leute, die dich auch nicht mögen und so, die warten einfach nur darauf, dass es nicht mal läuft, ne? Und dann wollen die sehen, wie du dich verhältst. Wie gesagt, ich will mich auch nochmal für alle Sachen, die ich gemacht habe und so, entschuldigen vom Herzen. Wenn ihr annehmt, ist gut. Wenn ihr nicht annehmt, dann möge Allah mir verzeihen, ja? Was soll ich sagen? Ja, also so lieb wäre da. Ey, ich gebe trotzdem ein Like, weil natürlich trotzdem, ey, cool, dass das hier wenigstens hingehaut hat mit dem ganzen Interview und sowas. Wenn er sagt, yo, er kann selber damit leben, was er alles gemacht hat und sowas und ihm war das Geld halt einfach so wichtig, dann ist es so. Ich werde Barello trotzdem nicht irgendwie verzeihen oder sonst was. Ich meine, es liegt jetzt nicht in meiner Hand, ob ich das mache oder nicht. Ich finde es einfach trotzdem absolut ekelhaft, was er gemacht hat. Und es ist egal, wer das ist, ob es jetzt ein Barello ist, ob es eine Aline Bachmann ist, ob es ein, keine Ahnung, ein Georg TV ist oder sonst wer. Ich glaube, bei unterschiedlichen Personen oder ein Up-Red, bei unterschiedlichen Personen, je nachdem, wie sie sich verhalten, ist man dann schneller mal davon geblendet oder vergibt man der Person ihre Fehler anders oder eben auch schneller aufgrund dessen, wie sie sich gibt. Vergesst nicht, wer Barello ist, was er alles gemacht hat, wen er alles beleidigt hat, wen er alles runtergemacht hat und das alles nur, wie er gesagt hat und was er alles gefaked hat und das alles nur aus Egoismus und aus dem Zweck für sich selber einfach so viel Geld wie möglich zu erwirtschaften, bis wirklich sein Account gesperrt wurde und er hat ja auch wirklich gesagt so, yo, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das immer noch so weitergegangen und das ist halt einfach eine, ja, also da, dann von mir ist alles Gute auf Twitch, viel Spaß mit deinem RP-Zeug und sowas, wenn er sich jetzt nett verhält, dann soll er machen, aber das, eigentlich ist es kein Mensch, dem, ja, der es verdient hätte, jetzt eine normale Karriere so weiterhin im Internet auszuüben. Ich finde, er sollte normal hakeln gehen. So, das ist das, was ich denke. Aber das wird dann in dem Fall auch schwer.